Ich freue mich sehr, dass ich euch und insbesondere Bernd Schmid mit seinen beiden Kollegen, das ist einerseits Amadeus, der mit hier ist, und die Almut, die ihr gleich schon in Aktion seht. Sie wird die Aufnahme dieser zwei Tage machen, das habt ihr ja alle auch mitbekommen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier an der Pädagogischen Hochschule. Weshalb sind wir hier? Es hat zwei Gründe. Einerseits, das EBI wäre etwas zu klein gewesen. Und andererseits, das ist mein zweiter Arbeitsort. Ich fühle mich hier sehr, sehr zu Hause, sage ich, dass man so weniger in diesem Raum als vielmehr einen Stock weiter oben in den Beratungsräumen und in meinem Büro. Das ist so das, der Ort, wo ich tatsächlich ein- und ausgehe. Bevor dann Bernd sich vorstellen und auch in den Tag weiter einführt und euch durch die beiden Tage führt, noch einige Informationen. Einerseits unser Zeitplan. Wir haben das so abgesprochen, dass wir heute so gegen 12:45 Mittagspause machen. Diese so circa eineinhalb Stunden gestalten. Genügend Zeit, vielleicht auch die Füße ins Wasser, der nicht mehr ganz so kühlen Ziel zu halten oder sich irgendwo im Schatten gehen zu lassen. Und wir werden dann am Nachmittag um 3 Uhr weiterfahren und um 18.30 Uhr den heutigen Tag beenden. Morgen beginnen wir dann um 8.30 Uhr wieder hier und werden den Tag beenden um 16 Uhr. Mittagspause so gegen 12 Uhr, dass wir so gut miteinander etabliert unterwegs sind. Zur Orientierung, wir sind hier ungewöhnlicherweise im Stock K, das entspricht 7, wenn ihr mit dem Lift fährt. Das ist etwas ungewöhnlich, weil die Ebene der Haupteingang der PH liegt auf dem zweiten Stock. Ebene 0 ist dort, wo die Europaallee Passage ist. Das ist manchmal sehr verwirrlich, wenn ihr jetzt hier mit unterwegs seid. Orientiert euch an 7 oder K, das ist dasselbe. Und 2, wenn ihr den Ausgang sucht. Ihr seid auf dem Stock, da jetzt links und rechts sind die Toiletten. Und dann weiter nach vorne ist auch wieder die Lift. Der Lift und die Treppen, damit ihr euch gut zurechtfindet. Es ist alles etwas nüchtern hier drin und die Wegmarkierungen sind etwas spärlich. Aber ihr habt schon alle mal hierher gefunden, natürlich ganz voll. Was wollte ich noch sagen? Wenn wir Pause machen, gerne hier drin. Natürlich dann auch unten die Mensa, wenn ihr etwas anderes konsumieren möchtet, ist im Erdgeschoss, also sprich im 2. Ausgang. Für die Pause können wir auch hier im Innenhof, es ist eigentlich nicht ganz so erfrischend, wie das sein könnte, sage ich es mal so. Ja, gibt es von euch bezüglich Organisation, Strukturierung noch Bedarf für Klärung? Es werden einige Personen etwas später noch zu uns stoßen. Offensichtlich hat die SPW in einigen Bereichen diese Störungen. Gut. Dann, Bernd, übergebe ich sehr gerne dir. Danke. Freue mich sehr, dass du den Weg mit deinem Team hierher gefunden hast. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht bevor ich mit dem persönlichen anfange, auch noch die Fortsetzung der technischen Orientierung. Was ihr an eurem Platz findet, sind die Übersichten zu den Themen, dass ihr euch zwischenrein orientieren könnt, wo wir sind. Ihr werdet das alles auch auf den Charts dann sehen, aber ihr könnt dann dort immer gucken, bei welchem Punkt wir sind. Es gibt ein paar Abweichungen redaktioneller Art von dieser schriftlichen Form, und das war eine interne Abstimmung, weil ich von Italien aus das in Auftrag gegeben habe, euch diese kleine Übersicht zu machen, aber es ist unerheblich. Ihr findet hinten drin Hinweise auf die einschlägigen TA-Bücher, nicht weil ich die unbedingt verkaufen will, ich habe, glaube ich, an Büchern noch nie wirklich was verdient. Also es ist als Einnahmequelle zu vernachlässigen, ist für uns eher eine Form der Beziehungspflege und der Dokumentation. Aber das, weil es ja mehrere Bücher zu diesen TA-Konzepten gibt, sind dort kurze Erläuterungen, die sind ja auch aus unterschiedlichen Jahren, was dort schon zu finden ist. Und wie sich die neueren Ausgaben und was die sich weiterentwickeln und ergänzt haben. Jetzt zum Persönlichen. Für mich war das ja eine Gelegenheit,
nochmal ein Seminar zu machen. Eigentlich bin ich aus diesem Job schon seit Jahren mittlerweile raus. Also seit vielen Jahren schon mache ich keine Seminare, auch nicht mehr bei uns am Institut. Habe alles übergeben. Ihr findet am Platz auch noch ein kleines Büchlein. Das ist ein Geschenk des Hauses. Das war ein Büchlein, das wir zum 30-jährigen Jubiläum, ich glaube 2014 oder was war es, verschenkt haben. Und das, da ist eine Rede drin und was Literarisches und dann auch ein kleines politisches Statement zum humanistischen Wirtschaften. Eigentlich, je länger das geht, desto aktueller wird das, was ich damals formuliert habe. Das ging daraufhin zurück, dass ein junger Mann aus der Verwandtschaft, er hat in England Jura studiert und machte sich auf, dann Banker in der Banking-Szene in London was zu werden. Und ich habe gesagt, hoffentlich willst du mehr werden als bloß Millionär. Und er hatte aber nicht so arg viel Interesse, sich das alles anzuhören. Deswegen habe ich es da reingeschrieben. Ja, also ich war jetzt, letztes Jahr habe ich Berufsjubiläum gehabt, 40 Jahre plus, je nachdem wie man sieht, aber 40 Jahre genau war zum Beispiel meine Zugehörigkeit zur TA-Gesellschaft. Das war 1976 bin ich zur TA geraten, wie die Jungfrau zum Kind. Wir haben Gestalttherapieausbildung gemacht. Und damals hat man das ja noch nicht alles so frei Haus geliefert gekriegt im deutschsprachigen Raum, sondern wir sind da nach Los Angeles gefahren und haben bei einem Gestaltlehrer dort mehrere Wochen täglichen Unterricht genommen. Und der hat dann irgendwann mal gesagt, dass er die Highway Number One nach San Francisco am Wochenende fahren würden. Da wäre ein Kongress, ob wir den mit wollten. Und wir wollten. Und auf diesem Kongress in San Francisco waren ganz viele Menschen, die ITE hatte damals 12.000 Mitglieder. Und da war eine Großveranstaltung, in dem ein Mann zeigte, wie schön er abgenommen hatte. Und alles hat ganz wild applaudiert. Das kam mir etwas seltsam vor, aber ich kannte die Kultur da noch nicht. Das war Bob Goulding, wie ich später erfahren habe. Ja, und ich fand es aber alles sehr interessant, was dort geschehen ist und habe mir dann gleich Harris gekauft. Ich bin okay, du bist okay. Das sind ja... In Kalifornien ist ja Harris der Burgenländer unter den Transaktionsanalytikern. Da gab es ja ziemlich viel Spannungen zwischen den verschiedenen Schulen. Aber ich fand Harris interessant genug, um weiterzumachen. Und wie der Zufall dann so wollte, als ich in Deutschland war, kam gerade Arlene Moore und hat als frisch gebackene PTSC eine Ausbildungsgruppe aufgemacht, in die bin ich dann reingeraten. Jemand sagte, da ist heute Abend was, wenn du dich für TA interessiert, willst du da nicht hingehen? Wollte ich und blieb 40 Jahre. Ja, es war gleichzeitig mein 70. Geburtstag und dann ist auch gut. Ich mache also ernst mit dem Ruhestand und das ist meine drittletzte Veranstaltung. Und ich war ja schon eingeladen und da habe ich gesagt, das mache ich nochmal. Dann lasse ich sozusagen nochmal in dieser Abschiedsrunde meine Geschichte mit der Transaktionsanalyse an mir vorbeiziehen und erzähle, was ich erlebt habe und was ich daraus gemacht habe. Und es sind ja viele, viele unserer Konzepte, die lange Zeit ja nicht als TA-Konzepte etikettiert waren, haben ihre Wurzeln in der Transaktionsanalyse gehabt. Oft gar nicht so sehr die Inhaltskonzepte, sondern oft auch einfach die Kulturkomponenten, die Ausbildungskultur der Transaktionsanalyse. Es war mir immer ein Anliegen, aufzuzeigen, was Transaktionsanalyse viel mehr sein kann, als das, was diese klassischen Ich-Zustände spiele, was in den 70er und 80er Jahren dann der Standard war, was das sein könnte. Nächste Woche bin ich nochmal in Witten-Herdecke, da ist eine
Tagung auch von Fachleuten. Da geht es um mein Feld, in das ich mittlerweile ja seit vielen Jahren hineingewachsen bin, nämlich Organisation. Da geht es zum Thema, wie verstellen wir uns eigentlich den Menschen in der Organisation oder die Organisation für den Menschen vor. Da stelle ich meinen Ansatz vor, das ist auch so eine Art Schulenvergleich. Und im Juli bin ich nochmal auf der internationalen Konferenz in Berlin. Sonst auch noch jemand da? Okay. Und da rundet sich für mich insofern was ab. Ich galt ja immer ein bisschen als unbequem in der deutschen TA-Szene. Und zum Abschluss werde ich dann doch noch den Life Achievement Award der DGTA dann im Sommer überreicht kriegen. Und damit habe ich meine Sammlung voll. Ich habe ja den Eric Byrne Award und den EATA Scientific Award. Und jetzt werde ich also auch auf diese Weise noch im deutschsprachigen Raum geehrt. Und dann ist auch gut. Ich meine, ich bin schon etwas ehrgeizig, weil ich einfach es mag, wie jeder Mensch, wenn die Welt Resonanz gibt für das, was man glaubt, zu sein und zu können. Aber wenn das dann registriert ist, brauche ich jetzt nicht Dauerlobpreisungen. Das ist auch einfach langweilig. Ja, das ist der Stand der Dinge. Und ich war jetzt, bin der Jüngste von vier mit zwei meiner älteren Geschwistern am Gardasee an unserer Familienresidenz und habe eine Woche die ganzen TA-Konzepte nochmal durchgekämmt und die Charts oft in die neue Form gebracht. Und mein Anliegen für diese zwei Tage ist, euch an diesem Menü vorbeizuführen und zu erklären, was es jeweils ist und euch mal eine Möglichkeit zu geben, eine kleine Kostprobe zu nehmen für den Fall, dass euch das interessiert und ihr davon mehr essen wollt. Es ist völlig klar, kein Mensch kann das essen, was ich in 40 Jahren entwickelt habe. Und ich habe es ja in der Ausschreibung habe ich es ja klar benannt. Also es ist kein TA-Seminar, wie wir das normalerweise, unsere Lernkultur am ISB ist ja kurze Referate, dann entsprechende Übungen, dann Supervisionen, gruppenorientiertes Arbeiten und all dies. Das ist auch wichtig für eine dauernde Lernkultur. Das heute ist kein Beispiel dafür, sondern ich habe wirklich vor, euch so verträglich wie möglich, da müssen wir gucken, wie was geht und ich bin da offen zu hören, wie es euch damit geht, möchte ich euch wirklich mal an all dem vorbeiführen und die Essenz dessen, warum ich das gemacht habe und was es heute noch geben kann, euch versuchen zu vermitteln, dass wenn es euch interessiert, dass ihr da noch vertiefend zugreifen könnt. Bei uns gibt es ja alles kostenlos auf der Website. Wir versuchen ja, möglichst viel zu verschenken und es dafür auch gut aufzubereiten. Mir ist auch auf der Herfahrt eingefallen, man könnte als zweite Metapher würde vielleicht auch eine Stadtrundfahrt in einem Bus, so diese roten Busse, wo die Leute dann oben drin sitzen und dann der Führer von der Stadt und das da drüben ist das und das und das. Man geht jetzt zwar da nicht hin, aber man weiß, das gibt es hier und man hat dann schon mal ein Gefühl. Es gibt einfach ganz viele Konzepte und ich habe speziell im TA-Bereich irgendwie seltene Gelegenheit gehabt, meinen TA-Kolleginnen und Kollegen aufzuzeigen, was es da alles gibt. Ich habe mal ein 3-Tage-Seminar dieser Art gemacht. Das ist dieses blaue Video da, das dort ist. Da habe ich vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so, habe ich das schon mal in einem 3-Tage-Durchlauf gemacht, dass ich mein Verständnis der Transaktionsanalyse erläutert habe. Dieses Mal wird es eine kürzere Form. Meine Art euch, also erstens werdet ihr natürlich selbst hoffentlich Trittbrett fahren und parallel eure eigene Lebenserfahrung, eure Verhältnis zur TA-Theorie, zur Weiterbildungskultur der TA und das alles wird in euch wach werden. Ihr werdet euer Denken hoffentlich darüber abgleichen und wir können auch jederzeit gerne darüber reden.
Hatte das auch jeder so verstanden, dass das vorgesehen ist? Gut, das freut mich. Auf dieser Konferenz 1976 war ich in einem Seminar, da war ein Herr Bill Holloway, ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, ein von mir sehr geschätzter Theoretiker der TA, der wie so viele gute Leute der TA-Szene verloren gegangen ist. Und der hat damals eine geleitete Fantasie gemacht. Das kannte ich noch nicht. Ich weiß nur noch, dass man irgendwie am Waldesrand war und dann hat man Geräusch gehört und dann kam was raus und was war das denn und so. Ich fand das toll und habe gesagt, das werde ich mein Leben lang machen. Und so ist es auch. Also es gibt, ich werde auch dieses Mal weniger interaktiv mit euch arbeiten, als euch mal eine geleitete Fantasie machen, um den inneren Dialog auch zwischen der bewusst-methodischen Ebene und der unbewusst-intuitiven Ebene anzustoßen. Ich bin ja unter anderem weitergebildet bei Milton Erickson, dem Hypnotherapeuten, und habe ja viele Jahre auch Hypnotherapie und NLP gelehrt. Und ich habe viel mit Träumen und Jungscher Psychologie gemacht. Diese Bereiche sind mir alle sehr lieb und sehr vertraut und wir können ein bisschen was davon einstreuen. Fragen? Reaktionen? Soweit? Schon geblättet oder gespannt? Okay, dann fange ich einfach mal an und ihr wisst ja, wir machen diese Aufnahme, die dient dazu, dass ihr selbst und anderen, denen ihr das empfehlen wollt, die können das später kostenlos auf unserer Website abrufen. Und weil das natürlich sehr viel Material ist, sind die Menschen daran interessiert, vorzusortieren. Und deswegen liefern wir parallel die Charts. Deswegen arbeite ich entlang der Charts. Dann können die Leute die Charts durchgucken und sagen, ach ja, das war das, das interessiert mich. Und dann klickt man auf das Chart und dann wird die Stelle im Video gezeigt. Das heißt, man kann sehr spezifisch auswählen. Das macht aber notwendig als Vorarbeit, dass ich einigermaßen die Reihenfolge, in der ich die Charts vorbereitet habe, auch abarbeite, weil sonst diese Steuerung nachher nicht funktioniert. Und wie bei uns üblich, könnt ihr jederzeit diese Filme für eigene Lehre und Weiterverbreitung nutzen, wenn ihr das mögt. Ihr könnt die Charts nutzen, ihr könnt sie auch in euren eigenen Frame übernehmen. Das heißt, ihr müsst nicht Bernd Schmidt oben dran stehen lassen, sondern es reicht dieses, was wir da rechts haben, da diese Common Share Lizenz oder wie das heißt. Und wir machen das generell so, dass wir versuchen, unsere ganzen Materialien, und mittlerweile haben wir eine ziemlich ausgebaute Medienabteilung, da muss man heute richtig investieren, dass wir das alles so aufbereiten, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das nutzen möchten, direkt in ihren Rahmen technisch rübernehmen können und da nicht furchtbar viel basteln müssen, um auf diese Weise einfach die Bequemlichkeit im Selbstweiternutzen so zu erhöhen, dass sich möglichst viele auch diesen Schritt auch gehen, das zu tun. Das habe ich ja vorher schon gezeigt, das ist mir dieser Tage wieder in die Hände gefallen. Ich bin ja, eines meiner Talente ist das kategoriale Sortieren. Also ein Stück zurückdrehen und sich zu fragen, was ist das eigentlich, warum machen wir das eigentlich, was transportiert das eigentlich, wie steht es im Verhältnis zu anderen Konzepten und Vorgehensweisen, und das kann ich auch richtig gut, aber am Ende ist es nur eine Hilfestellung, um andere Dinge, die dann damit adressiert werden, ans Leben zu kriegen, und das drückt sich in diesem Spruch ganz gut aus. Ihr habt, soweit ihr Examen gemacht habt, wahrscheinlich ja alle dieses Examen gemacht, zu dessen ersten Entwurf, den wir damals 1981 gemacht haben, dieser Spruch als Vorspann stand. Wir haben es ja mit den drei Schwänen, das will ich jetzt, die Metapher will ich jetzt nicht erzählen, aber deswegen habe ich ein von mir selbst fotografiertes Schwanenbild genommen.
um die Bereiche, mit denen wir es jetzt diese Tage zu tun haben werden, um die zu markieren. Also jetzt bis zur Kaffeepause will ich so ein bisschen sagen, was ist eigentlich aus meiner Sicht Transaktionsanalyse? Wovon reden wir eigentlich, wenn wir davon reden? Und speziell natürlich systemische Transaktionsanalyse. Was ist das Besondere daran? Warum kriegt es einen eigenen Namen? Und wir werden heute Nachmittag dann die Perspektive der persönlichen Entwicklung, alles was Persönlichkeitskonzepte und Arbeiten mit Persönlichkeit sind aus meiner Sicht, darstellen. Da haben wir viele Konzepte weiterentwickelt und wahrscheinlich, vielleicht heute Nachmittag werden wir das noch anfangen, die andere große Perspektive, nämlich die Begegnung der Menschen und die Kommunikation. Und ein immer größerer Bereich ist das vierte geworden, nämlich Wirklichkeit gemeinsam gestalten. Unsere Welt fliegt ja irgendwie auseinander, was die Vielfalt der Ansätze, Sichtweisen, Betrachtungsweisen betrifft, die wir kaum in Gemeinschaftswirklichkeiten kriegen. Und speziell im Organisationsfeld werden ja oft Komplexitäten geschaffen, die man kaum noch so zusammenkriegt, dass es wirklich Hand in Hand funktioniert. Und dieser Integrationsverantwortung versuchen wir uns immer zu stellen, also Konzepte so zu entwickeln, dass dann nachher Hand in Hand arbeiten und ein gemeinsames Wirklichkeitsverständnis und eine Auseinandersetzung darüber möglich ist, zu entwickeln. Und da haben wir viele Konzepte entwickelt, viele aus der Transaktionsanalyse weiterentwickelt. Das wird dann der vierte Teil sein. Und da geht es eben zunehmend auch in den Bereich Organisation hinein. Weil wir ja seit 1993 oder so habe ich ja meine Identität als Kliniker aufgegeben, weil ich gemerkt habe, sowohl in meiner Tätigkeit als auch in meiner Lehre bin ich kein Psychotherapeut mehr. Ich bin in einer Weise immer Seelsorger geblieben, säkularer Seelsorger. Aber die Identitäten und die typischen Berufstätigkeiten des klinischen Arbeitens habe ich etwa um diese Zeit aufgehört. Und mich ganz der Frage, wie kann Organisationskultur entwickelt werden, zugewandt, in der Hoffnung, dass möglichst viel klinische Arbeit unnötig sein wird, wenn wir bessere Organisationskultur und bessere Art des Wirtschaftens haben. Da hat mich ja mal erschreckt, da gibt es ein Buch von James Hillman, dem, ich weiß nicht, ob den welche kennen, der berühmte Jungianer, einer der, glaube ich, noch direkten Schüler von C.G. Jung. Und der hat ja ein Buch, ziemlich freches Buch, geschrieben vor 20 Jahren oder vielleicht schon länger. 50 Jahre, 100 Jahre Psychotherapie und der Welt geht kein bisschen besser. Und ich bemühe mich, weil wir ja jetzt im Bereich Coaching und Organisationsentwicklung, Organisationskulturentwicklung unterwegs sind, dass es in 50 Jahren nicht auch heißt, 100 Jahre Coaching und Organisationsentwicklung und der Welt geht es immer noch kein bisschen besser. Also irgendwie die Nachhaltigkeit versuchen wir zu pflegen und von den Haltungen wie vom Denken, wie von den Vorgehensweisen her dafür Material bereitzustellen, dass man auch wirklich in der Praxis nutzen kann. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alle wissen, apropos Praxis, wir sind ja ein großes Weiterbildungsinstitut heute im Organisationsbereich. Wir haben in den letzten 15, 20 Jahren etwa 5000 Fachleute im Organisationsbereich weitergebildet. Die sind Alumni in einem sehr lebendig, gut funktionierenden Alumni-Netzwerk. Und die machen bei uns zweijährige Curricula, 12 mal 3 Tage, berufsbegleitend. Also Durchschnittsalter 40 sind Menschen, die sind schon, haben schon irgendwas erreicht, sonst können sie auch unsere Honorare nicht bezahlen. Und von daher haben wir eigentlich eine sehr, sehr viele Möglichkeiten, immer wieder zu erfahren, was ist heute eigentlich in Unternehmen los, aus der Perspektive der verschiedenen Funktionen. Der 2/3 unserer Teilnehmer sind interne und es war schon immer wichtig, die interne zu qualifizieren, weil die entscheiden letztlich über die Entwicklung der Organisation. Die externen können das nicht machen. Gut.
Ja, soweit so ein bisschen mein Hintergrund. Und dann geht es jetzt los mit dieser ersten Perspektive. Modelle und Perspektiven für die systemische TA. Das sind die Unterpunkte, die findet ihr dann auch in dem Schriftlichen, das ihr habt. Die zähle ich jetzt nicht auf, die könnt ihr, wenn ihr das sucht, jederzeit nochmal schön nachlesen. Ich bin jetzt im Rahmen einer Vorbereitung, habe ich mal wieder die Website der DGTA gelesen und war sehr erfreut, sehr viele Formulierungen zu finden, die mir bekannt vorkamen. Und an der Definition, was TA ist, laut der Website, wollte ich das auch zeigen, auch ein bisschen meinen Stolz darüber zeigen. Es war ein Aufsatz 1990, eine neue TA in der Zeitschrift für Transaktionsanalyse, in der ich verschiedene Definitionen auf verschiedenen Ebenen von Transaktionsanalyse gemacht habe und unter anderem eben die Definition: Transaktionsanalyse meint einen professionellen Umgang mit der Gestaltung von Wirklichkeit durch Kommunikation. Und das wurde mit zwei ausgetauschten Worten übernommen oder es ist ein enormer Zufall. Und diese Definition, finde ich, habe ich damals gut gefunden, bin ich heute noch sehr zufrieden damit, weil es mir einerseits darum geht zu sagen, Transaktionsanalyse ist nicht nur Psychologie, sondern es geht wirklich um Gestaltung von Wirklichkeit. Und Wirklichkeit ist nicht nur Psychologie. Wirklichkeit hat immer psychologische Auswirkungen, aber um Wirklichkeit zu beschreiben und sie so zu gestalten, dass sie auch psychologisch für die Menschen verträglicher wird, braucht es mehr als psychologische Konzepte. Also das Umfassende geht um die Gestaltung von Wirklichkeit, aber es gibt natürlich viele Einflussfaktoren auf Wirklichkeit, mit denen wir nichts zu tun haben. Wir bauen keine Gebäude, wir machen keine Rechtsverordnungen und so weiter. Deswegen die Definition Wirklichkeit durch Kommunikation. Also das, was man über Kommunikation erreichen kann, zu diesem Teil kann Transaktionsanalyse beitragen bei der Wirklichkeitsgestaltung. Ich weiß jetzt nicht, wie heute der Stand ist. Kann sein, dass ich manchmal noch auf Dinge Resonanz gebe, die heute schon längst überkommen sind, weil ich in der Transaktionsanalyse-Szene mich eigentlich seit 15 Jahren praktisch nicht mehr bewege. Also ich hatte etwa 25, 26 erfolgreiche Kandidaten im Laufe der Jahre und irgendwann habe ich aufgehört in diesem Weiterbildungssystem dann als Lehrender zu arbeiten und bin einfach nicht mehr gut im Kontakt zwischen rein. Ich war wohl auch ein bisschen enttäuscht, wie schwerfällig ich Resonanz kriege auf das, was ich zu bieten habe. Ich habe immer mal wieder versucht zu schreiben oder bin auch mal auf einen Kongress gegangen und habe versucht, Leute, guckt mal, was es alles geben könnte. Ich wollte eigentlich was geben, was schenken. Ich habe es vielleicht nicht geschickt gemacht auch, aber ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ich auf nörgelliche Reaktionen gestoßen bin. Es ist doch alles recht und mit den drei Ego-States kommen wir doch prima hin und warum sollen wir das denn so kompliziert machen? Und Eric Byrne hat doch gesagt, man sollte marsianisch denken und ein Achtjähriger müsste alles verstehen und das, was du hier erzählst, versteht ein Achtjähriger nicht. Und dann, es wäre ziemlich klinschig geworden, wenn ich versucht hätte, damals mit dem Drang, den ich hatte, der Welt was zu zeigen, nahe in der TA-Szene zu bleiben. Deswegen habe ich andere Szenen gesucht und eben auch mein eigenes Feld aufgemacht. Aber ich bin der TA immer verbunden geblieben, weil für mich war die Kultur der Transaktionsanalyse, und das hat viel zu tun mit der Kultur der US-Amerikaner, ein wahrer Segen als junger Nachkriegsdeutscher. Ich wurde da mit Großzügigkeit aufgenommen. Man war spürbar interessiert daran, dass ich dazugehöre, dass ich mich entwickle. Ich habe eine Achtung erfahren.
wie ich das eigentlich sonst in anderen Weiterbildungen nie erfahren habe. Und das ist ein ganz tolles Element der TA-Kultur. Und das sollte bleiben und in den jeweiligen modernen Formen, die nötig sind, auch weiterentwickelt werden. Es ist die Transaktionsanalyse, ich unterscheide jetzt einfach mal so ein paar Betrachtungsebenen. Zunächst einfach ein Welt- und Menschenbild. Und da geht es einfach darum zu sagen, wie verstehen wir den Menschen? I'm okay, you are okay. Und wir differenzieren zwischen Dingen, die wir zu kritisieren haben und das prinzipielle in Ordnung sein von jedem Menschen, also eine humanistische Wertvorstellung. Mit diesem Menschenbild war auch immer transformiert, und das hat mit der Psychotherapie, Biografie der Transaktionsanalyse zu tun, dass er sagt, und wenn du heute da beschädigt bist in dem guten Menschsein, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du schlechte Erfahrungen in deiner Biografie gemacht hast. Und dieses Menschenbild hat dann gesagt, okay, das war das aufklärerische Menschenbild der 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, dann müssen wir was dafür tun, und da hat sich dann biografisch orientierte Psychologie auch geeignet, rauszufinden, welche Art dieser Beschädigung sind und wie du dich heute davon wieder lösen kannst, um befreit zu sein für das bessere Menschsein und für das bessere Funktionieren. Man hat damals geglaubt, also es war hauptsächlich eine Mentalität des Befreien von, dazu, das finde ich, dass das nicht ausreichend ist, aber dazu werde ich sicher noch vieles sagen. Und es gab auch einfach ein Weltbild, das gesagt hat, wenn wir Menschen okay ansprechen, wenn es uns gelingt, uns nicht in negative Beziehungszirkel einzulassen, dann ist das ein wunderbarer Beitrag dazu, andere Menschen an ihr Okay-Sein zu erinnern, an ihr besseres Menschsein, und dass sie sich dann ordentlich benehmen. Den Glauben teilt, glaube ich, heute kaum noch jemand, dass das ausreichend sein könnte, um die Welt besser zu machen. Obwohl in vielen einzelnen Situationen durchaus so etwas natürlich auch sehr berührend und sehr heilsam sein kann. Transaktionsanalyse ist einfach eine Tätigkeit. Also und innerhalb, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das so, die Leute, die sich in der TA engagiert haben, die wollten das auch gern irgendwie als Berufsbild entwickeln. Die wollten Transaktionsanalytiker werden und da meist, wenn es geht, freiberuflich davon leben. Das heißt, es war eigentlich auch immer ein Bild inbegriffen für die meisten, sicher nicht für alle, dass die Tätigkeit eines TA-Praktikers benannte. Und das implizite Verständnis war ein klassisches Bildungsverständnis. Nämlich, ich erkläre dir dieses tolle Konzept und zeig dir durch praktisches Erleben, wie gut das wirkt im Erleben, in der Beziehung. Und dann kannst du das anderen weitersagen. Also eine Kampagnenmentalität. Und deswegen hat man damals alle Menschen geschult in TA. Also deswegen gab es den 101, sodass sie die Sprache zu sprechen lernen. Und das TA verbreiten hieß, die guten Erfahrungen, die man selbst gemacht hat und die Sprache, die man auf diese Weise erworben hat, anderen beizubringen in der Hoffnung, dass die wissen damit, was in ihrem tätigen Leben anfangen zu können, auch in ihrem Privatleben. Ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist, dass das ist eine Art, und viele Amerikaner machen heute auch noch Organisationsentwicklung so. Die holen alle Leute zusammen und sagen, die Leute, wir haben jetzt eine tolle Idee, jeder soll die kapieren und dann sehst du, dass er was mitmacht. Ich persönlich glaube an diese Art von Organisationsentwicklung nicht. Das erzeugt meist Strohfeuer, aber danach rasten viele alte Dinge ein und es verändert sich nicht wirklich was. Deswegen habe ich in einer meiner frühen Definitionen immer gesagt, was ist TA? Und ich sage, TA ist, wenn man das, was man eh macht, besser macht. Also ich wollte weg davon,
dass Transaktionsanalyse ist, andere in den Kulturraum der TA zu ziehen. Die Verhaltensrituale, die Sprachrituale der TA zu übernehmen und weiterzusagen. Sondern ich habe damals schon die Idee gehabt, es gibt ganz viele Bedingungen, die erfüllt sein müssen, dass jemand das, was er tut, besser macht und selbst auch besser zu sich findet dabei. Und da kann TA einen Beitrag leisten, aber es soll nicht TA der Inhalt werden. Sondern TA ist ein Hilfsmittel. Das war aber in Zeiten, ich weiß nicht, wer die selbst noch erlebt hat oder was davon heute noch übrig ist, in der man in TA-Bubblen gesprochen hat und mit OK-Kuschen durch die Tagung gelaufen ist und Stroke-Sessions gemacht hat und so. In solchen Zeiten waren das Botschaften, also man sprach von, mein Kind sagt, also Personifizierung von irgendwelchen eigenen Persönlichkeitsanteilungen. Also Verdinglichung aller Art von Betrachtungsweisen waren da gang und gäbe und man fand das toll. Aber es hat eben auch dazu geführt, da komme ich später noch dazu, dass die Transaktionsanalyse in vielen anderen Wissenschafts- und Gesellschaftsbereichen keinen Anklang gefunden hat. Das wurde da als eine spezielle Art von Kindergarten betrachtet. Da weiß ich nicht, wie weit sich das heute entwickelt hat. Ich sage danach nochmal, was gibt ja auch noch andere Wurzeln dieser Art. Aber ich habe die Notwendigkeit empfunden, dass man das aufbohren muss und dass wir da einen Schritt zurücktreten müssen und von diesen Identifikationen mit Sprache und Kulten und Konstrukten, dass wir uns aus der etwas ablösen müssen und wissen, das ist ein Produkt, ist das überhaupt das Richtige? Ist das der richtige Kult für das, wo wir hinwollen? Oder wollen wir nur wie eine Sekte möglichst viele Leute da reinziehen, dass sie das jetzt auch gut finden, was wir gut finden? Ja, und dann gibt es ja ganz unterschiedliche Interessenlagen der verschiedenen Tätigkeiten, die mit Transaktionsanalyse verbunden waren. Das kennt ihr vielleicht von dem System her. Also erstens die Praktiker, die wollen, wenn sie über TA sich vermarkten, wollen Sie natürlich irgendwas zeigen, dass Sie TA-Praktiker sind? Oder wenn Sie anderen das beibringen wollen, qualifizieren wollen, wollen Sie als TA-Lehrer oder Supervisoren sich irgendwo marktmäßig in Position bringen? Und deswegen gibt es sehr viele Konzepte und sehr viele Verständnisse der Transaktionsanalyse, die aus diesen Interessenlagen dieser Tätigkeiten und dieser Karrieren herausgeboren wurden. Und das ist auch völlig in Ordnung, ist nur wichtig, dass das benannt wird, dass man sich darüber klar ist. Und ich hatte eine lange und, wie ich finde, am Ende eigentlich unglückliche Auseinandersetzung mit der TA-Gesellschaft, weil mich zunehmend gestört hat, dass sich die Lehrendenkaste auf ihre Privilegien setzt und alles kontrollieren und überall mitverdienen möchte. Und ich habe schon vor vielleicht 20 Jahren da war ich noch sehr aktiv in der DGTA, gesagt, wir brauchen ein Zertifikat, das Leute, die wir ausgebildet haben, bescheinigt, dass sie aus transaktionsanalytischer Sicht kompetent sind, auch wenn sie keinen Titel als Transaktionsanalytiker haben. Und wir brauchen selbstverständlich, dass jemand, der bei uns 3 bis 5 Jahre Ausbildung gemacht hat, Level 1 damals, hat sich ausgeweitet schon bis auf 7 Jahre, ganz ursprünglich war das ja ganz anders, kann ich auch mal erzählen, dass diese Leute, ohne dass ein Lehrender sie dabei kontrolliert, selbstverständlich TA in ihren Berufsfeldern vertreten können. Und da war die herrschende Gruppe damals in der DGTA, die wollte sich damit gar nicht befassen. Ich habe dann sogar noch einen Mitgliederbeschluss für ein solches neues Zertifikat herbeigeführt und der wurde einfach nicht umgesetzt. Und dann irgendwann später ist so ein neues Zertifikat entstanden, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, also statt Level 1 gibt es so ein Praktiker-Zertifikat. TA-Beraterin. In Deutschland ist es der TA-Berater nach 3 Jahren und in der Schweiz ist es die Praxiskompetenz in Transaktionsanalyse. Okay. Also man hat sich dann doch leider viele Jahre zu spät in die Richtung bewegt.
Ich bin ja heute, ich habe ja einen Coaching-Verband dann später mitgegründet und bin ja Ehrenvorsitzender des Präsidiums dieses Verbandes und habe dort sehr viel entwickelt. Die Transaktionsanalyse könnte im Coaching-Bereich, und dafür ist sie ideal geeignet, ein ganz anderes Standing haben, wenn diese Macht- und Privilegieninteressen dieser hierarchischen Kaste, die da nach und nach entstanden ist, wenn die nicht die Vernunft der Entwicklung dieses Systems dominiert hätte. Offenbar bewegt sich jetzt doch, insofern bin ich nicht bitter, aber ich bin halt auch immer schon Unternehmer und gewesen und Schwab, der sagt, das hätte nicht sein müssen. Da könnten wir heute wo ganz anders sein. Ja, und von daher ist Transaktionsanalyse eine weitere wichtige Perspektive, ist auch die, dass man sagt, wenn es nicht darum geht zu sagen, wir haben ein Modell und das bringen wir euch bei und dann seht mal zu, was ihr in euren Feldern mitmachen könnt, sondern wenn wir sagen, Transaktionsanalyse ist kommunikativ qualifiziert Wirklichkeit gestalten in anderen Berufsbereichen, dann müssen wir uns auch mit der Wirklichkeit dieser Berufsbereiche auseinandersetzen. Das heißt, man muss sehr ernst nehmen, dass die Gütekriterien im Organisationsfeld und die Steuerungsmechanismen eben andere sind als in der Sozialberatungsstelle oder im klinischen Bereich. Und über Jahrzehnte ist unterschwellig eigentlich immer dieses psychologische Beratungsmodell als das eigentliche Qualitätskriterium geblieben. Und wenn, das kann man dann schon in Bereiche reintragen und dann hat und irgendwie hat es ja in der Praxis, haben ja die meisten Menschen, die mussten das tun, das ja auch mit Feldkenntnissen verbunden. Aber in der Programmatik der Transaktionsanalyse, da waren immer noch drei Kringel und Pfeile an der Tafel. Also nicht Überlegung, was braucht dieses Feld und was kann unsere Schule dazu beitragen. Dort Kommunikation, Gestaltung von Wirklichkeit durch Kommunikation zu verbessern. Und das ist eben oft genug nicht die persönliche Befindlichkeit in einer Zweiersituation. Also Beispiel Symbiosekonzept. Ob das eine Symbiose ist oder nicht, solange ich nur auf zwei Menschen, wie die kommunizieren und deren Ich-Zustände schaue, kann ich nur ein ganz bestimmtes Verständnis von Symbiose adressieren. Wenn ich aber sehe, dass die sich zwar würdigen und gut miteinander umgehen, zusammen aber ein ausbeuterisches System in dieser Unternehmung betreiben, das ganz viele Menschen in symbiotische Abhängigkeit bringt, dann ist das auch eine Symbiose. Und das kriege ich mit diesem durch diese Ich-Zustands- und Psycho-Brille noch nicht mal auf dem Bildschirm. Ja, und von daher, also wegen der Aspekte, die ich jetzt schon genannt habe, Tätigkeitsverständnis, Weiterbildungskultur, Berufsfeldorientierung, das muss ein Verband leisten, da Kultur zu entwickeln, Verbandskultur, Professionskultur. Und deswegen ist Transaktionsanalyse auch eine bestimmte Art von Verband. Und generell verändert sich ja die Verbandslandschaft, zumindest im deutschsprachigen Raum. Früher waren die Verbände nach Weltbildern, Menschenbildern und methodischen Vorgehensweisen sortiert und das haben die dann auf dem Markt angeboten, Menschen in bestimmten Gesellschaftsfeldern, nehmt das, macht was damit. Und diese Art von Verbände sterben ja aus. Wir haben ja heute Verbände, die sind von vornherein praxisfeldorientiert. Die sagen, wir sind ein Business-Coaching-Verband. Also das ist das Zentrum unserer Identität und da nehmen wir aus der Transaktionsanalyse genauso wie aus der Gruppendynamik, aus der Organisationsentwicklung, aus dem strategischen Managementverständnis. Wir holen uns das zusammen. Also es entwickelt sich auch die Gesellschaft und die Verbandslandschaft der Gesellschaft. Deswegen darf ein TA-Verband, wenn er überleben will, nicht die Verbandslogik eines Menschenbildsverband aus dem letzten Jahrhundert beibehalten. Und das hat ganz viele Konsequenzen. Nicht zuletzt natürlich auch Umgang mit Privilegien. Wer hat dann welche Macht?
und wer hat schon wie viel in eine bestimmte Art von Enkulturation investiert und merkt jetzt, das ist gar nicht so viel wert, wie ich dachte. Das ist in vielen Bereichen nur ein Baustein. Und da muss noch ganz viel anderes dazukommen, dass wir sagen können, wir sind kompetent, dort zu helfen, Wirklichkeit zu verbessern durch Kommunikation. Also da entstehen viele Infragestellungen und die kann der Einzelne nicht leisten. Also viele Einzelne haben das geleistet, haben aber dann die zum Beispiel den TA-Verband verlassen. Oder haben eine Latte von Identifikationen, die sie alle auf ihren Briefkopf schreiben. Aber sie integrieren es nicht. Es gibt programmatisch kein neues Bild, sondern da gibt es einen Flickenteppich. Wenn sie es gut machen, integrieren sie es in der Praxis. Aber es wird nicht im Verständnis des Sortierens von Berufen und Märkten, wird es da nicht integriert. Und das ist eine Aufgabe von Verbänden. Und das ist Grundsatzarbeit, das ist Marketingarbeit, das ist Öffentlichkeitsarbeit. Da gehört eine Menge Zeug dazu und das ist ungemütlich. Also das ist auch richtig, das ist nicht so befriedigend, wenn ich da ein Spiel mal glücklich konfrontiere und dann entsteht was Neues und das ist ganz kleinteilig, vielleicht in einer halben Stunde zu machen und wirklich berührend. Und da sitze ich in Kommissionen, da arbeite ich an Papieren und ähnliche Dinge. Das muss aber sein, weil wir sonst wieder mit Hillman in 100 Jahren sagen müssen, viele schöne Einzelheiten, aber Gesellschaftsbeitrag. Machen wir vielleicht mal, wenn ich jetzt mal ins Reden komme, das fürchte ich. Machen wir eine kurze Pause, falls jemand was kommentieren oder fragen möchte zu dem, wie ich das angehe. Ich habe mich da mal mit auseinandergesetzt. Ich habe auch die dreijährige Grundausbildung, habe dann noch den Berater, psychosozialen Berater gemacht. Und mir ging es um die Anerkennung in der Öffentlichkeit. Ich kann das gut in meiner jetzigen Arbeit einfließen lassen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt andere Berufsfelder zum Beispiel mit dieser Ausbildung komme, es sind doch 4 Jahre, also finanziell und zeitmäßig und auch klar Entwicklung, Gott sei Dank. Und ich habe gedacht, wo steht die TA überhaupt diese Ausbildung eigentlich? Ja, auf dem Markt. Ja. Und da muss ich Ihnen einfach recht geben, das ist wirklich im Moment wirklich schwierig. Ob es in psychologische Richtung geht oder auch in der Organisation, das ist immer so nicht wie fassbar. Also wenn man sich irgendwo bewirbt und man denkt, was habt ihr denn da gemacht und so weiter. Ne? Und das ist so das, was ich auch erlebt habe. Mhm. Das habe ich auch schon mal angesprochen in meiner Ausbildung. Mhm. Da würde ich mich freuen, wenn da sich was bewegen könnte. Ja. Auch Verbände sind Gewohnheitstiere. Bei mir ist noch ein Satz hängen geblieben, ich konnte den noch nicht beenden. Ja. Ich meinte gehört zu haben, weg davon, andere in die Theaterkultur zu ziehen. Ja. Und hinzu zu was? Ja. Stattdessen mit dem Verständnis von TA eine Professionalisierungskultur zu entwickeln, in der die Leute kompetenter werden, ohne dass sie die Rituale der Transaktionsanalyse lernen müssen oder die Sprache lernen müssen. Man erkennt sie daran, dass sie nachher besser Wirklichkeit durch Kommunikation mitgestalten können, nicht daran, dass sie jetzt in TA-Jargon sprechen. Also diese Identifizierung, das hat damit Zusammenhang. Ja, und auch einfach das kompetenter werden. Nicht zu prägen, sondern die Art und Weise, wie die Leute es tun. Ja. Und verstehen, dass ihre Arbeit. Ja. Das ist schwieriger, ne? Weil dann hat man das ganze Problem, was ist Professionalität, wir werden dazu noch Konzepte hören, was ist Selbstverständnis. Das ist alles komplexer als 3 Ich-Zustände. Aber wir müssen uns dem stellen. Das heißt, wir brauchen eine andere Art zu konzipieren, da werde ich viele Beispiele davon geben. Dass wir eben nicht über die Inhaltskonzepte die Identität der TA definieren, sondern zum Beispiel über die Professionskultur, über die Weiterbildungskultur. Das steht im gewissen Gegensatz zu den Bildungsgewohnheiten im deutschsprachigen Raum. Da definiert man Bildung, indem man erstmal einen Inhalt definiert und dann, wie bringt man ihn rüber. Da brauchen wir eine Paradigmenwende. Wir brauchen erstmal ein Verständnis von Weiterbildungs- und Professionskultur und dann können wir überlegen, welche Inhalte passen dazu jeweils.
welche Konzepte. Das ist ein auf den Kopf stellen des Organisationsprinzips. Ich merke, ich bin ein darf Prüfungen abnehmen im psychosozialen Bereich. Ja. Und dort treffen diese verschiedenen Beratungskonzepte aufeinander. Mhm. Und ich werde mich häufig sehr staunen, weil ich es nicht an die TH anbieten kann, in meiner Identifikation. Mhm. Und da bin ich eben jetzt dran und merke, ja, was mache ich jetzt, wenn der Vertrag fällt oder nicht so gelebt ist auf diesem Tonträger, wie ich mir das vorstelle. Ich finde das sehr anspruchsvoll. Und auch sehr, sehr spannend, also dieses Feld so zu öffnen. Ja, das ist toll. Also erstmal guckst du durch die TA-Brille, die du gelernt hast. Und das, was du da siehst, kommt dir komisch vor. Aber wenn du die Brille mal absetzt und sich ein Stück zurücktrittst und sagst, wird da eigentlich gute Arbeit in dem Feld unter diesen Umständen geleistet, dann kommen ganz andere Kriterien. Und dann ist eher die zweite Frage, was kann der Vertragsgedanke der TA in dieser Weiterbildung, in diesem Professionsfeld vielleicht dazu beitragen, um das besser zu machen. Und dann muss es noch nicht mal TA heißen. Da mache ich einfach weiter. Ich muss mal gucken, wo ich in der Zeit bin, wenn ich ins Reden komme. Ich wollte noch mal kurz so ein bisschen, weil ich eben jetzt schon so lange dabei bin. Wer von euch hat denn schon mehr als 15 Jahre Kontakt mit der TA? Oh, einige schon. Wer mehr als 20? Okay, also es sind ein paar Oldies da, die können dann ihre Erfahrung vielleicht auch beitragen. Ich kann da noch mal 20 Jahre drauflegen und habe von daher vielleicht auch ein ganz gutes Bewusstsein über diese Entwicklung aus dem Amerikanischen heraus, dann in die Gründung der deutschsprachigen TA, der europäischen TA. Ich habe das ganze Entwicklungsstadium, habe ich ja alles mitgekriegt. Ganz kurz noch, das will ich jetzt nicht ausführlich machen, das lernt ihr ja in der TA-Weiterbildung. Byrne selbst war ja Psychiater und er war bis zu seinem Lebensende, hat er sich selbst auch als Psychoanalytiker verstanden, das wissen viele nicht. Er hatte nicht abgeschlossene Psychoanalysen, als er starb. Und er war offenbar in der Lage, trotzdem für die Verhältnisse damals sehr kritisch drauf zu schauen, dass er sagt, wir brauchen eine Transaktionsanalyse, die auch in anderen Berufsfeldern zu besseren psychologischen Verhältnissen führt. Dabei hatte er aber immer natürlich noch die psychologische Brille, weil das war seine Welt. Deswegen hat er Krankenschwestern ausgebildet, deswegen gab es auch von Claude Steiner dann unterstützt, diese Radical Psychiatry, also eine Art soziologisch mitbegründete, kritische Umgangsweise mit Sozialarbeit. Und diese Dinge, also er war für seine Verhältnisse sehr open-minded und er hat etwas gemacht, was auch ich von anderen großen Lehrern kenne, wie Milton Erickson zum Beispiel, bei dem ich der einer meiner großen Lehrer ist. Er hat gesagt, wir dürfen, obwohl ich selbst jetzt viel theoretisch rede, ich weiß das, aber der hat gesagt, wir dürfen uns nicht in den abstrakten Konstrukten verfangen. Am Ende geht es um real people and real life situation. Und das heißt, wir müssen uns um die Ganzheit des Menschen und der Lebensbewältigung, und das heißt halt, je professioneller das wird, auch der professionellen Positionierung und Qualifizierung in den verschiedenen Berufsfeldern, müssen wir uns kümmern. Und ich finde, für die Verhältnisse damals ist da Byrne sehr weit gewesen. Er hat auch einen systemischen Ansatz gehabt, insofern, als dass er damals steckte die Kybernetik total in den Anfängen, auch war noch sehr technisch. Aber er hat sich überlegt, zum Beispiel bei der Grundkonstruktion der Persönlichkeit, soll man es auf einem Energiekonzept aufbauen oder auf einem Informationskonzept. Und er hat sich dann fürs Energiekonzept entschieden, die kennt ihr alle, viele von euch, die TA-Energiekonzepte, und hat dann am Ende doch sehr viel in biologischen Metaphern geblieben, wie zum Beispiel die semipermeable Membran zwischen Ich-Zuständen. Das ist eine biologische Metapher, die einfach
sagen, sondern dass da zwei Organisationsprinzipien nicht völlig getrennt voneinander arbeiten. Aber Byrne hat da wirklich sehr viel gemacht, er ist nur leider eben sehr früh gestorben, 1970 im 60. Lebensjahr herausgerissen. Er hat ganz viele Talente bei sich angesammelt, die auch und eigenwillige Köpfe auch gefördert. Und die waren dann ohne Vater, ohne Gründer. Und aus dieser ersten Zeit, dann, das nennt jetzt die, ich habe mich da jetzt an die DGTA-Webseite ein bisschen gehalten, da werden diese Schulen, die größeren Schulen genannt, das ist Bob und Mary Goulding. Mary McClure hieß sie zunächst, die war Sekretärin an dem, in dem Institut dort in Carmel, und der Bob fand sie gut und daraus wurde dann Bob und Mary Goulding. Und die haben, die waren, da war ja der Fritz Persson nicht weit mit seiner Gestalt, deswegen war das so eine Schule, die sich weniger psychoanalytisch, also wie ist das entstanden, also die biografische Herkunft der Dinge, sich dafür interessiert, dass man fragt, wie kann man das praktisch machen, was das Steuerungsproblem dieser Menschen ist und wie kann man ein Lernsetting inszenieren, in dem die eine neue Entscheidung treffen können. Ich war damals, habe bei denen noch gelernt, auf Mount Madonna, und es war wirklich genial, was für einen Feinsinn die dafür hatten, einen Lernbedarf zu definieren und eine Szene zu kreieren, die eine Erfahrung ermöglicht, die irgendeine Metapher erlebbar macht, dass man da hin kann, wo man hin könnte. Und dann war auf der anderen Seite Jackie Schiff. Jackie ist ja bekannt durch das Neubeeltern. Sie hat mit Schwergestörten gearbeitet. Ganz viele tolle theoretische Konzepte, die ich dann weiterentwickelt habe für den Organisationsbereich, stammen aus dem Schiffbereich. Die war nämlich klug, die Frau. Die war gleichzeitig auch besessen und hat aus jedem einen Psychotiker gemacht, der nicht gemacht hat, was sie sich vorgestellt hat. Aber sie war auch sehr klug. Und dann ist Vanita English, meine Lehrerin, die ja jetzt noch lebt und 100 Jahre alt ist. Ich habe sie letztes Jahr besucht in San Mateo. Da wohnt sie in einem, sag mal, Seniorenheim. Sie kann nicht mehr gehen, weil die Hüfte ist so kaputt, dass man sie nicht reparieren kann. Ist im Kopf aber noch topfit und ich habe erst vor kurzem wieder E-Mail-Kontakt mit ihr gehabt. Und da gibt es auch Videoaufnahmen in Deutschsprache wie auch in Englischsprache auf unserer Website. Interviews mit Vanita und der Joachim Karnat, ein Organisationsmensch aus Karlsruhe, der nie eine offizielle Funktion in der TA-Gesellschaft hatte, aber immer sehr engagiert war, hat auch dort eine ganze Filmserie mit Vanita English gemacht. Also wenn euch das interessiert, guckt euch das an. Vanita war immer, die war immer undogmatisch. Die hat auch die Verschrobenheiten von Byrne immer sehr klar gesehen. Es gibt ja in einem der Bücher ein sehr ausführliches Interview, das ich mit Vanita geführt habe, vor auch schon wieder 15 Jahren, nehme ich mal an. Und die Vanita war wenig verblendet. Ich erinnere mich zu den Dingen, die mir wirklich ans Herz gegangen sind, ist, dass ich wollte so gern, dass die Welt eine gute ist, und habe Vanita gesagt, wie ist es denn, wenn wir jetzt richtig gut in TA sind, wird das denn helfen? Und sie guckte mich an und sagt, also sie war da immer sehr hellsichtig, obwohl sie ja auch Psychoanalytiker von Haus aus war, Gestalttherapeutin, Gestaltlehrerin, hat immer einen sehr klaren, sehr kritischen Blick gehabt und nicht umsonst hat sie eben Konzepte entwickelt wie Ausbeutungstransaktionen, weil ihr die Verhältnisse in unserer Gesellschaft und das mir damals völlig ungeahnte Maß an Ausbeutung, das heute üblich ist in der Welt, davon hatte ich schon ziemlich viel gesehen und hat nicht gedacht, dass wir das mit TA-Seminaren auf die Reihe kriegen. Sie hat, und jetzt komme ich zu dreien, die auf der deutschen Website nicht genannt werden, ich will es auch nochmal ganz kurz ansprechen, weil mich das auch persönlich rührt, David Kupfer,
hat mit Byrne zusammen diese internationale TA-Gesellschaft gegründet, und David Kupfer war der, der die Lern- und die Professionskultur aufgebaut hat. Und das ist auch interessant in der Geschichte, dass Byrne, der die Inhaltskonzepte gemacht hat, bekannt ist, und dass David Kupfer, der die Kulturgrundlagen für die Transaktionsanalyse, dass sie weltweit Verbreitung gefunden hat, gelegt hat. Der hat die Satzung für die ITA gemacht, der hat den 101, glaube ich, erfunden und lauter so Sachen. Also Vanita erzählt das sehr ausführlich, dass das keine Geltung erlangt hat. Oder wer von euch kannte den Namen David Kupfer? Ja, auch das erzählt etwas über Prioritäten in einer Verbandskulturentwicklung. Claude Steiner ist jetzt gerade gestorben. Das habt ihr vielleicht gelesen in den Nachrufen. Ein junger, sehr... Was ist das jetzt? Anne, kannst du mal die Einstellung reinstellen? Das ist das wieder für sehr... Bei wem war ich gerade? Claude Steiner. Bei Claude Steiner. Der also war so ein ganz wilder. Also in der Zeit hat man noch, ich weiß nicht, ob ihr euch das noch heute vorstellen könnt, in der Zeit hat man noch Elternhexen-Ich-Verbrennungen veranstaltet. Also kurz nach dem Mittelalter muss das gewesen sein. Und wir haben auch noch über viele Jahre auf Matratzen gehauen, um die bösen Eltern denen mal zu sagen, wie wütend wir auf sie sind. Und so. Das kann auch sehr hilfreich sein, wenn das richtig gerahmt ist. Ich will nicht sagen, dass das im Prinzip falsch ist. Und Claude Steiner war da auch einer der ganz Wilden, aber da sind eben Sprachformationen daraus entstanden, die uns nicht so gut getan haben wie Hexeneltern, ich und sowas. Und so war die TA da doch schon lange Zeit sehr mit eingebunden in diesem vergangene Generation Anklagemodus. Ich muss nachher mal schauen, was du machst. Wir geben uns mit einem MacBook aus. Das kann eigentlich heute auch nicht machen. Ich finde nicht, dass sie was gemacht hat. Okay. Das war Claude Steiner. Er hat. Wie das? Aha, und das war falsch? Oder wie? Funktioniert jetzt wieder. Die Falltaste. Ich sehe aber damit. Hier sehe ich aber nicht. Das muss ich noch rausfinden. Ah, okay. Ja, er hat sich dann, auch das hat sich dann entwickelt. Claude Steiner hat sich ja mit dem Machtthema dann viel beschäftigt und hat insofern eigentlich eine ganz gute Weiterentwicklung genommen zu diesem Thema radikale Psychiatrie. Und ich glaube, Umgang mit Macht ist auch eines der wichtigen Themen. Wir haben auch ein Konzept zu Macht entwickelt, zu dem wir einen Bezug finden müssen, wenn wir zur Verbesserung von Wirklichkeit durch Kommunikation beitragen wollen. Ich muss jetzt gerade mal mir nicht behelfen und hier mal gucken, wo wir da sind. Ja, Muriel James. Wem ist Muriel James noch bekannt? Ganz wenig. Sie lebt auch noch. Sie hat jetzt auch 100. Geburtstag gehabt. Und sie kommt aus dem religiösen Bereich. Die hat also diese spirituelle Orientierung der TA vorangebracht. Und T.B. Keller, den kennen alle, weil das Antreiberkonzept eines der wirklich plausibelsten ist, nicht unbedingt in der Version, in der T.B. Keller sie entwickelt hat. Also die theoretische Begründung finde ich persönlich nicht erhebend, aber allein 5 Antreiber dieser Art und diese ganz emotionale Wirklichkeitsdynamik, die damit verbunden ist, zu identifizieren, ist klasse und jeder versteht das sofort. Also lässt sich ganz toll in vielen Lebensbereichen mitarbeiten. Achso, ihr seht es ja richtig, gell? Okay. Ah ja, er muss mich hier nur umdrehen. Dann gab es so eine nächste Generation, das stimmt natürlich nie so in den Phasen, aber ich will es mal kurz erwähnen. Ich war noch beeindruckt von Richard Erskine, den es ja heute auch noch gibt, hat auch zweimal den Eric Byrne Award gewonnen, der in meiner Prüfungsvorbereitung
für die deutschsprachige Prüfung Aix-en-Provence 1979 einen Preparation Workshop gemacht hat. Und der hat damals eine Synopse gezeigt. Der hat also auf dem damaligen Stand erzählt, wer da mit welchen Sichtweisen eigentlich dahergekommen ist, was heute TA heißt, so ähnlich wie ich das jetzt versuche. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Und Erskine ist ja auch heute noch tätig. Ich habe ihn jetzt sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Er vertritt aber, glaube ich, einen sehr starken psychotherapeutischen, psychodynamischen Ansatz. Hat ihn jemand erlebt, irgendwann in den letzten 5 Jahren mal? Ich war im März in einem Seminar von ihm. Er ist sehr stark in dieser integrativen Psychotherapie unterwegs. Und stimmt das, dass er psychodynamisch unterwegs ist? Ja. Okay. Er kommt in 2 Jahren nochmals nach zu Anne und Richard Kohlhaas im März 2019. Ah, ja. Ist er wieder gebucht. Das wird demnächst ausgeschrieben. Lohnenswert, wer ihn nochmals erleben möchte, glaube ich, ja. Ja. Der ist ein Charakterkopf und kann aber viel von ihm lernen. Sehr spannend. Und was ich an dem toll fand, ich konnte das nie so teilen, wenn er dabei eine gute Figur macht, muss man vielleicht in Klammern dazu sagen, bringt er ein emotionales Engagement in eine Therapiesituation, das wirklich eine Durchschlagskraft hat und damit sehr vielen Menschen sehr geholfen hat. Dann 2007, die haben ja zusammen mit mir den Eric Byrne Memorial Award gekriegt, Charles Besilz und andere. Das ist der Bereich beziehungsorientierte TA. Also da wird jetzt doch, werden sehr stark die Beziehungstheorien der Psychoanalyse als ein Zweig weiterentwickelt und hochgehalten und offenbar auf eine sehr gute Weise. Und dann hat man mir die Ehre jetzt getan, also mich als den Begründer der systemischen TA anzusehen. Dazu werde ich jetzt noch einiges sagen. Was man daran sehen kann, ist, dass es doch die großen Grundrichtungen in der Auseinandersetzung einfach bleiben. Das eine ist ein Verständnis von der Psychodynamik. Der Einzelne ist es, die Einzelne. Was kann der Einzelne tun, um zufriedener zu sein, besser zu funktionieren, mit seiner Geschichte und seiner Entwicklung gut umzugehen? Auf der einen Seite, und es gibt andere, die sagen, der Einzelne ist im Kontext, der hat mit Inhalten zu tun, da gibt es Gesellschaft drumherum und man darf den Einzelnen, man sollte ihn wie einen Mosaikstein in einem Mosaik behandeln. Und es gibt viele Zusammenhänge. Und viele Dinge hängen auch vom Inhalt ab und vom Zeitgeist und viele Dinge, über die wir noch sprechen werden. Und die lassen sich nicht im Einzelnen finden, literarisch schon. Natürlich ist jeder auch irgendwie betroffen. Aber eine biografieorientierte Psychotherapie ist eine wichtige Sache, weil jeder Mensch mit seiner Biografie zurechtkommen möchte. Aber eine Kommunikationsschule, die helfen soll, Gesellschaft zu entwickeln, hat einfach nochmal andere Schwerpunkte. Und deswegen ist es für mich kein Wunder, dass das zwei Hauptrichtungen, die bleiben. Und dann versucht man natürlich immer, jeder aus seiner Sicht versucht natürlich, sich aufs andere mitzubeziehen. Und deswegen wird es auch immer irgendwelche integrativen Ansätze geben. Das darf auch so bleiben. Es ist nur wichtig, mein Anliegen wäre nur, dass jeder das weiß, dass er einen Metastandpunkt dazu hat. Dass er sagte, ich bin jetzt biografisch, motivationspsychologisch, individualtherapeutisch unterwegs. Und weil ich da was machen möchte, gucke ich so drauf, propagiere ich diese Werte und Vorgehensweise. Und wenn jemand von der anderen Seite aufs Gleiche zugreift, dann braucht er was anderes. Und dass man da, dass alle eine Metakompetenz entwickeln, darüber zu sprechen und nicht selbstverständlich die eigene Interessenslage und Brille für ein Qualitätskriterium nehmen. Muss ich da noch schön mal was probieren. Vielleicht könnten wir eine Toilettenpause machen. 5 Minuten, dann
zu reparieren. Ja. Können wir jetzt? Ich habe mehr dran gedacht, wo haben wir denn das in der Viertelstunde zu machen? Können wir aber auch jetzt machen. Dann machen wir jetzt. Ist das gewünscht? Ja. Eine Viertelstunde Pause? Wunderbar. Ja, ich war gerade dabei, einfach ein bisschen zu erzählen, wer dann nach 70 und bis in die Jahrhundertwende hinein auch einfach neue Strömungen, die noch aufgetaucht sind. Und da kenne ich nicht mehr alle. Also das ist jetzt wirklich nur als Beispiele zu nennen, die ich kenne. Hier in Zürich ist natürlich wichtig, den Leonhard Schlegel zu erwähnen, der ja eine sehr tolle Synopse zusammengestellt hat von einer psychologischen, psychoanalytisch orientierten Theater. Aber er hat es auf eine sehr moderne Weise gemacht. Und was mir immer gut gefallen hat, also das Systemische hat er nicht mehr integriert. Aber was mir immer gut gefallen hat, ist, dass er das Ding sagt, das müsste eigentlich transaktionale Analyse heißen. Weil es ist nicht die Analyse von Transaktionen, sondern die Analyse von Wirklichkeit anhand von Transaktionen. Also die Transaktionen sind nicht der Hauptgegenstand der Analyse, sondern das Mittel, über das Wirklichkeit und Kommunikation über Wirklichkeit untersucht wird. Das hat mir immer gut gefallen an ihm. Der Titel hat sich, sein Buch heißt ja so, aber es hat sich nicht verbreitet. Ja, und da gibt es eben noch andere, wie der Günther Mohr zum Beispiel, der einerseits ja einen sehr breiten organisationsentwicklerischen Ansatz gemacht hat und da die TA eingebaut hat. Andererseits ist er offenbar jetzt auch sehr spirituell unterwegs und versucht, diese Welten zu verbinden. Oder die Angelika Glückner, meine alte Freundin, die auch mit mir 1976 die TA-Ausbildung angefangen hat, die zum ein Beispiel dafür ist, wie man das mit Aufstellungsarbeit auf eine gute Weise verbinden kann. Und da gibt es sicher viele mehr, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch mittlerweile in vielen anderen Ländern, die ich einfach gar nicht mehr kenne. Also die TA ist ja etwa in Brasilien durchaus verbreitet. Besonders gut zum Beispiel in Japan, habe ich gehört. Okay. Also international gibt es, entwickeln sich Nester. Die US-amerikanische TA ist eigentlich heute nicht die entwickelste und die florierendste. Also scheint die deutschsprachige TA scheint eine der besten zu sein, die sich jetzt auch wirklich in Bewegung gebracht hat in den letzten Jahren. Das ist sehr erfreulich. So, ich wollte nur noch mal, weil ich jetzt viel anders rede, zeigen, dass natürlich auch ich ein Kind meiner Zeit war. Und das war 1985, da habe ich in Barcelona meine Lehrtherapeuten- und Supervisorenprüfung gemacht. Und zu der Zeit war es in den Ausbildungsgruppen bei uns so. Entspannt. Ja, da könnte dir richtig neidisch werden. Warum ist er nicht dabei geblieben? War das viel gemütlicher? Und da habe ich auch, da kam ich ja, ich hatte ja, wie gesagt, bei Ericsson viel gemacht und da habe ich eben regelmäßig geleitete Fantasien- und Trance-Demonstrationen gemacht. So, jetzt wollte ich noch was dazu sagen. Ja, jetzt, was sind eigentlich die systemischen Perspektiven an der Sache? Ich habe ja bisher mehr allgemein über Transaktionsanalyse, die verschiedenen Perspektiven und Zweige was gesagt. Ich habe ja 1986 einen im Eigenverlag Hanti-Tipsch ein Buch rausgebracht, das die systemische Transaktionsanalyse, das habe ich schnell noch fertig gemacht fürs damalige Lehrendentreffen und verschenkt in der Annahme, das werden jetzt alle groß lesen, diskutieren und jetzt geht's voran. Und das findet ihr, das ist später dann bei Jungfermann Verlag rausgekommen, wo ist der Wind, wenn er nicht weht. Und das ist dann vergriffen gewesen und wurde nicht wieder aufgelegt. Und jetzt, das findet ihr in euren Unterlagen, könnt ihr das einfach downloaden in Jungfermann. Die haben so einen kostenlosen
Bereich. Und dort habe ich auch viele TA-Konzepte noch wirklich ausführlich aus systemischer Perspektive diskutiert. Das muss ich schon in der nächsten Auflage weglassen, weil das offenbar niemanden interessiert hat. Also da zum Beispiel habe ich dort gezeigt, dass, obwohl das in jeder Prüfung damals üblich war, man sollte Spiele anhand vom Drama-Dreieck und der Spielformel gleichzeitig beschreiben und zeigen, wie das ineinander geht. Es geht nicht ineinander, das ist theoretisch einfach falsch. Habe ich dort beschrieben, warum das so ist. Ganze Generationen von Leuten wurden damit geplagt, dass sie so tun mussten, als wüssten sie, wie das ineinander überführbar ist. Und zum Beispiel habe ich dort, Spiele ist ja eine Sequenz von Transaktionen, die schneidet man aus einem großen Gebilde von Transaktionen, einer langen Sequenz von Transaktionen einfach raus. Und die habe ich einfache Spiele genannt. Ja, und wenn man da ein bisschen die Perspektive erweitert, gibt es auch komplexere Spiele, innerhalb die einzelnen Spiele wie eine Transaktion eine Funktion haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Transaktionsanalytiker uns nicht darauf spezialisieren, solche Spiele zu entdecken und zu konfrontieren, und dass wir auch den großen Blick haben. Ich selbst mache gar keine Spielanalyse mehr, weil ich festgestellt habe, dass die Gruppe, nachdem ich aufgehört habe, Spielanalyse zu machen, ist das Interesse an Spielen in meinen Gruppen schlagartig zurückgegangen. Und obwohl ich war klasse im Spiel identifizieren, habe mir irgendwann gemerkt, dass ich dazu mit bei, da ist schon was dran, also solche, so kann man das dann schon konzipieren, und man kann, wenn man die Wirklichkeit erstmal zur Entfaltung bringt, darin auch viel Gutes und Interessantes machen. Aber ich habe festgestellt, dass wenn ich die gleiche Energie drauf verwende, spielfrei eine Lernkultur zu pflegen, dass dann das Interesse an Spielen ganz automatisch verloren geht. An sich interessieren sich die allermeisten Menschen nicht für Spiele, wenn sie eine bessere Alternative haben. Und jemand, der aber am besten darin ist, Spiele zu analysieren, ist da eigentlich ein bisschen korrupt. Hat man nicht so gern gehört damals. Ja, der Schritt zurück ist eigentlich das Wichtige, nämlich die Metaperspektive. Und ich habe damals gesagt, ich habe versucht, die ganzen Konzepte nochmal neu zu beschreiben. Einmal ein und dasselbe Ding aus Sicht, wie organisiert sich Persönlichkeit? Dasselbe Erlebnis, da werde ich gleich ein Beispiel zu machen. Man kann, aber es ist dann nicht ein anderer Bereich des Lebens, sondern dieselbe Situation, die man dann unter dem Gesichtspunkt, und wie stellt sich das da als Kommunikationsphänomen, das gleiche Verhalten? Das ist also ein Wechsel der Perspektive, nicht der Sache, die man analysiert. Erst analysiert man es unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Selbststeuerung, dann analysiert man es unter dem Gesichtspunkt, wie ist das ein Ausdruck von und ein Beitrag zu Beziehung. Und der dritte Bereich, den gab es bis damals noch gar nicht in der TA, außer Konzepte, die, doch, es gab es schon, die wurden noch nicht so genannt, Bezugsrahmenkonzepte zum Beispiel. Bezugsrahmen. Also, wie ist das eigentlich ein Phänomen des Wirklichkeitsverständnisses, was wir da jetzt sehen? Und wenn wir das beschreiben, wie entwickeln wir dadurch ein Verständnis von Wirklichkeit und wie spielt das zusammen? Und das habe ich die Perspektive der Wirklichkeitskonstruktion genannt. Und dann gab es noch sowas wie eine zeitliche Entwicklung. Also wenn einen interessiert, wo kommt das eigentlich her und worauf läuft das eigentlich hin? Wie kann man das Ganze jetzt nicht als eine Situation oder einen kleinen Ausschnitt beschreiben, sondern als Teil einer langen Sequenz und eines komplexen Zusammenhangs. Dem habe ich eine eigene Überschrift gewidmet. Und das wurde nicht immer gut verstanden, weil damals, ich habe sehr oft damals die Reaktion gekriegt, ja, systemisch, das machen wir auch, wir arbeiten auch mit Systemen, Familien zum Beispiel. Also da wurde systemisch eigentlich Arbeiten mit Mehrpersonenkonstellationen gleichgesetzt. Und das war dann ein weiteres Kapitel in addition to. Ich habe gesagt, nein, das kann systemisch nicht sein. Systemisch ist eine Metaperspektive, die alle bisherigen Konzepte aus einer anderen Sichtweise nochmal neu bedenkt und überarbeitet.
das ist eben, wie gesagt, schon 1986 die Struktur des Buches da. Und da mache ich nochmal ein kleines Beispiel, das habe ich damals auch aus dem Buch, glaube ich, ein Beispiel dazu. Das Phänomen, Sekretärin bricht in hilflosen Schluchzen aus. Womit haben wir es zu tun? Und, jeder hat dann spontan irgendwelche Beschreibungen, die, wenn man in den Rückspiegel guckt, die eigene Perspektive aus der heraus draufgeguckt wird sein. Der eine sagt spontan, das ist bestimmt ein Spiel. Der andere sagt, oh Gott, brechen sich Emotionen bahn, die lange Zeit unterdrückt waren, oder das dient dazu, irgendjemanden zum Verhaltenssteuerung zu veranlassen, das ist wahrscheinlich ein Racket. Und wenn ich in den Rückspiegel gucke, wenn ich solche Situationen, die recht undefiniert sind, man könnte sich weiter dazu überlegen, dann lerne ich was darüber, über meine Gewohnheitsperspektiven. Ganz wichtig in jeder Ausbildung. Jeder hat da so sein Set von Gewohnheiten, wie er auf Dinge drauf guckt. Und wenn er sich so beschreibt, mit Klienten zusammen, dann glauben die das auch, wenn sie geschickt haben, das so zu beschreiben. Und dann ist das jetzt die neue Wirklichkeit zwischen ihnen. Könnte aber genauso gut eine ganz andere Wirklichkeit sein, wenn man einen anderen Therapeuten und einen anderen Berater reinholt, der andere Gewohnheiten hat, entstehen ganz andere Interpretationen. Und das ist völlig in Ordnung, dass man da seine Spezialitäten hat, aber es ist wichtig, dass man es weiß, und ich denke, das ist eine Eigenschaft der Situation, sondern weiß, das ist meine gewählte Perspektive, weil ich damit was machen möchte. Und die Persönlichkeitsperspektive ist nur ein Beispiel. Da sage ich, okay, ich bin Spezialist für Erregungszustände. Und sichtlich ist das eine Erregungssteuerungsproblematik, weil in diesem Kontext man sicher die Erregung irgendwie normalerweise anders steuern müsste. Der Mensch muss an seiner Erregungssteuerungskompetenz arbeiten. Was sich gut trifft, weil ich das kann nicht gut. Ein anderes Spezialist für gelernte Hilflosigkeit war eine Zeit lang so eine Psycho-Methode, dass das, was man in TA als Rackets oder Racketeering oder Rabattmahlensammlung und sowas eher eingeordnet hätte, ist in der akademischen Psychologie als unter dem Konzept gelernte Hilflosigkeit entstanden. Und dann, wenn ich das sage, okay, das ist die Frage, gibt es eben Hilflosigkeit, das ist die Kriterien, die hilflos schluckt, ist natürlich nicht in Funktion. Jetzt kann ich untersuchen, wie sie in ihrer Persönlichkeit diese Gewohnheit, sich in Hilflosigkeit zu bringen und sie ungebremst zu leben, einbringt. Das ist eine andere Folge, die diese Betrachtungsweise hat. Das sind jetzt Beispiele für Perspektiven aus Persönlichkeitssicht. Jemand anderer, der sich sehr viel mehr für Beziehungsperspektiven interessiert, der sagt, nee, also wenn die so heult, dann ist das meiner Erfahrung nach eine Folge von nicht erhaltener Wertschätzung. Denn gerade engagierte Menschen, wenn sie nicht die Resonanz erfahren, die sie brauchen, das macht sie völlig fassungslos. Und wieder andere sagt der Spezialist für Delegationsprobleme und Vermeidung von Verantwortung. Hallo. Hallo. Und der sagt, naja, ich würde gerne mal gucken, wer damit beeindruckt werden soll, durch dieses hilflose Schluchzen. Eine andere Art von Beziehungsperspektive. Und je nachdem, wie ich es angucke, komme ich dann möglicherweise zu Beschreibungen, um was es sich drehen könnte, und komme dann zu entsprechender Beziehungslösung, die ich dann auch anbiete. Das war jetzt die Beziehungsperspektive. Jemand, der jetzt gerade, damals waren wir ja ganz wild, dass Wirklichkeit eine Konstruktion ist, das war für uns ja damals eine Offenbarung. Heute ist es ja allgemein gut geworden. Aber wir haben damals, wir wollten die Dinge rausfinden, und zwar nicht klar, dass wir sie erfinden, durch die Art, wie wir sie beschreiben. Und wenn wir gut sind in der Art, sie zu beschreiben, dann verhalten sich auch alle entsprechend unserer Erfindungen. Und das kriegt eine hohe Plausibilität, und trotzdem wird es ganz anders sein können, wenn wir was anderes erfunden hätten. Dieser Gedanke hat uns total fasziniert damals.
Und ich sage, warum bricht die in dieses hilflose Schluchzen aus? Ja, ich kann sein, dass sie an ihre Grenzen gestoßen ist und dass sie von jemandem Grenzen gezeigt gekriegt hat. Und in ihrem Bezugsrahmen, wie man in TA sagen, heißt Grenzen gezeigt kriegen, nicht anerkannt werden. Und nicht so anerkannt werden, wie man sich das wünscht, wird dann grandios in den TA als Teilaspekt verabsolutiert. Und dann hat man auch die Emotionen und das Ausdrucksverhalten zu diesen Emotionen entsprechend dieser Absolutierung. Ein anderer kann sagen, ja, manche Menschen haben einfach gelernt, dass wenn sie kein Drama machen, dass Wichtigkeit durch Drama ausgedrückt wird. Wenn es nicht zischt und dampft, war es nicht wichtig. Und deswegen würde ich eher mal gucken, welche Wichtigkeit soll hier eigentlich wem gegenüber deutlich gemacht werden. Das ist jetzt wieder eine ganz andere Art von Beziehungshypothese. Also wir machen später, kommt dann, da was habe ich eine Steuerungsreihe entwickelt, dass diese Fragestellung alle in Zusammenhang bringt für solche Überlegungen. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass ich, je nachdem, wie ich aus der Wirklichkeitsperspektive die Beschreibung mache, auch zu anderen Schlussfolgerungen komme, wie ein Problem zu lösen ist. Sehr oft, und da will ich nochmal darauf hinweisen, sehr oft fallen uns die Lösungen ein. Und die funktionieren sogar. Und was uns nicht klar ist, dass wir dadurch eine Beschreibung, worum es sich handelt, eingeführt haben, implizit, die von allen akzeptiert wurde, die aber deswegen noch lange nicht richtig sein muss. Es können auch andere Beschreibungen richtig sein. Also nichts dagegen, dass einem Lösungen einfallen, aber, da kommt wieder die Metaperspektive gesagt, wenn ich das für eine Lösung halte, was ist eigentlich da, was für eine Problembeschreibung steckt da drin und aus welcher, durch welche Brille oder aus welcher Perspektive gucke ich eigentlich, dass ich überhaupt so beschreibe? Würden das alle so beschreiben? Oder gibt es ganz andere Beschreibungen für dasselbe Phänomen? Und dann kann man sich über Perspektiven unterhalten. Und das letzte wäre jetzt die Entwicklungsperspektive. Das sage ich ja, wenn jemand jetzt so außer der Spur gerät, dann ist das wahrscheinlich die Folge einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und die haben häufig was mit Missbrauchserfahrungen zu tun. Das ist oft tragischerweise genau so. Und sehr oft ist das eine wohlfeilige Hypothese, die man immer irgendwie machen kann. Und wenn man dann die Missbrauchserfahrung nicht findet, dann ist sie eben durch Verdrängung versteckt. Dann muss ich an der Verdrängung arbeiten. Könnte aber auch sein, dass die Hypothese falsch ist. Und es kann sein, dass die Perspektive, aus der ich die überhaupt aufgestellt habe, völlig ungeeignet ist in diesem Kontext. Und dieser Rückweg der Überlegung, welche Wirklichkeit kreiere ich da eigentlich durch meine Art, auf die Welt zuzugehen, und das, was meine Schule mich gelehrt hat, wie man das zu verstehen hat, was man da sieht, die war mir immer sehr wichtig. Jemand anderes sagt, nein, das ist nicht die Folge früherer Erfahrung, sondern das ist final. Da werden jetzt Rabattmalen gesammelt. Weil es kann sein, das ist eine sehr verantwortungsvolle Frau, die wird sich nie trauen, in Frührente zu gehen, es sei denn, sie ist so belastet, dass man es ihr nicht länger zumuten kann. Dann würde ich sagen, okay, das dient dazu, Rabattmalen zu sammeln. Dann gehe ich mit der Stroke-Ökonomie ran. Ganz andere Begrifflichkeiten und dann kann ich gucken, wie passt das, ich kann sogar dann berufsfeldorientiert sein, ich kann sogar, wie passt das dann einerseits in die Berufsbiografie dieses Menschen, seiner Familie, in dem Milieu, haben das da alle für gemacht, sind wir alle in Frührente gegangen oder sind sie nicht in Frührente gegangen und dann am plötzlichen Herztod gestorben und das ist jetzt ein Versuch, sozusagen diesem Schicksal zu entgehen, aber man hat keine ordentliche Begründung dafür, deswegen probiert man es über Rabattmarken. Oder ist es, und wie spielt das zusammen, das machen wir es ganz komplex, mit den Gewohnheiten dieser Organisation. Ja. Ist das Bereich Schule, in dem ohnehin niemand davon ausgeht, dass die Lehrer bis zu ihr Pensionsalter normal erreichen und jeder irgendwie seinen Ausstieg wählt und das ist halt ein Beitrag zu dieser Art von Ausstieg. Tut die Schule was, um damit umzugehen? Tut sie einen Hilfe dafür oder wird es einfach
die werden für das gesammelt und auch die Behörde hat Vorstellungen, wie viel Rabatt mal beieinander sein müssen, dass es die Frühpensionierung drin ist. Und dann brauchen wir noch ein paar Räume, das gescheint. Also ihr seht, der Betrachtungswinkel weckt ganz andere Welten. Und das sind jetzt nur 4 Kategorien. Und das hat uns eben klar gemacht. Also eine Zeit lang, sagen wir mal, ist man überwältigt gewesen von der Vielfalt von Zugängen, Approaches. Deutschen, das Wort Zugang trifft nicht so ganz wie das englische Wort Approaches. Und dann hat man sich in eine Liberalität geflüchtet. Ich sage, ja, der eine kann es halt so sehen, der andere sieht so. Und hat eigentlich die Beschreibung, dass die Wirklichkeit erzeugt wird, genommen, dass es dann auch jeder anders erzeugen kann. Ich habe den gegenteiligen Schluss gezogen, es gibt auch Aufsätze von mir über systemische Verantwortung und Schuld, sondern es gibt auch in der systemischen Szene eine große Diskussion, die einen machen daraus eine Liberalität und die anderen sagen nein, weil wie wir Wirklichkeit kreieren im Zusammenspiel mit anderen Menschen, sind wir auch verantwortlich dafür, welche Wirklichkeit wir kreieren, welche wir bedienen, welche wir dulden oder welche Anstrengungen wir verwenden oder welche Kompetenzen wir erwerben, um neue Wirklichkeiten, andere Wirklichkeiten zu verhelfen. Also es ist eher ein Anspruch, eine ganz andere Verantwortungskultur. So, das war also 1986, vorher diese 4 Perspektiven. Und die gelten unverändert. Heute sind es noch so aus dem systemischen Feld, der systemischen Entwicklung, ein paar Sachen dazugekommen. Auch das Systemische ist ja kein geordnetes System, sondern, wie man das heute so schön sagt, es ist ein Container. Da sind ganz viele Betrachtungsweisen mit drin. Mal sind es Techniken, mal sind es Sichtweisen. Also eine Zeit lang jeder, der triangulär gefragt hat, hielt sich für ein System dort. Auf der anderen Seite jeder, der gesagt hat, lass uns mal einen Schritt zurücktreten und eine Metaperspektive einnehmen. Also wie wird das eigentlich erzeugt, was wir gerade erleben und wer spielt dabei eigentlich mit, ist eine andere Art von System. Und dann gab es wieder andere, die sagen, Paradox Intervention, das ist systemisch. Und neuerdings kombiniert mit hirnphysiologischen Metaphern, weil wir dann das Zusammenspiel von Amygdala und sowieso blockieren. Und auch da sind diese, das was systemisch genannt wird und was zu diesem Kanon in diesem Container reingehört, ist zeitgeistbedingt, hat persönliche Vorlieben und hat ganz viel mit der beruflichen Perspektive, aus der heraus man was tun zu tun. Und das Problem in Verbänden, wir hatten es im TA-Verband über viele, lange Zeit ist, dass die Psychotherapeuten allen gesagt haben, was die wichtigen Perspektiven sind. Und nur sehr schwer zur Kenntnis genommen haben, dass die anderen sagen, wir haben unsere eigenen Perspektiven, die sind viel wichtiger für uns als eure. Und da war subtil durch die Entwicklungsgeschichte der TA, die man nicht genügend reflektiert hat, blieb eigentlich immer das Primat der Biografiearbeit und das Verständnis der biografischen Belastung. Das muss einer können, sonst ist er kein guter Transaktionsanalytiker. Das gibt es aber keinen Grund dafür. Es gibt sehr, sehr viele Arbeiten. Da ist Arbeit an der Biografie schlicht energieverschwendend. Da habe ich noch Beispiele zu. Ja, Metaperspektive habe ich ja schon jetzt genügend deutlich gesagt. Dann auch die Systemiker sind natürlich auch eine junge Schule gewesen. Auch in totaler Selbstüberschätzung. Also so die Metapher, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Wirbelsturm über den nächsten Kontinent auslösen. Lass uns finden, welchen Schmetterling wir zum Flügelschlag bringen müssen. Da gab es da mal so einen Gegenspruch später von jemandem, der gesagt hat, ja, es stimmt schon, dass die Erde und ein Apfel sich gegenseitig anziehen, aber die Erde zieht schon ein bisschen stärker.
Aber wir fanden es natürlich toll und da haben wir uns auch drin geübt und das ist auch heute nach wie vor nicht falsch. Wir müssen es nur jetzt in die richtige Wertigkeit, in ein komplexes Mosaik bringen. Dass wir sagen, wenn da eine Veränderung angestoßen wird, beobachten wir jetzt, das ist die mobile Perspektive, wie schwingt sich das System ein, um den Störungsimpuls, also konstruktive Störung, um den wieder auszugleichen. Und das ist auch eine Gesundheit jedes Systems, dass es gegenüber Störungen in seinem Funktionsgleichgewicht zurückfindet. Wenn aber das Funktionsgleichgewicht aus unserer Sicht ein nicht konstruktives ist, müssen wir natürlich überlegen, wo wir die Störungen anbringen, dass das System erstens es nicht so leicht kompensieren kann, wenn es toll läuft, sogar aufschaukelnde Veränderungsprozesse dadurch ausgelöst werden. Und wir hatten natürlich die Hoffnung, wir finden die Trigger Points, an denen wir die aufschaukelnden Prozesse und dann können wir mit dem Abteilungsleiter von Siemens arbeiten und 10 Jahre ist der, erkennst du den Konzern nicht wieder. Das Beispiel fehlt noch, aber ja, dann wird unter systemisch auch da werden Haltungen zusammengefasst, da habe ich auch nur Beispiele, anders und das, da haben wir uns halt ein Stück abgesetzt von den pathologisierenden Psychotherapiebetrachtungen. Also wir gucken ressourcenorientiert und sind das hier nicht, welche Macken hat jemand noch, sondern welche Ressourcen hat jemand noch. Und wenn jemand mit einem Problem kommt, sagt er, dass er was nicht gut hinkriegt, frage ich nicht, und wo ist es in deinen Kindern auch schon schlecht gelaufen, sondern ich frage, in welchem, und passiert, gibt es davon auch Ausnahmen? Also passiert es dir auch mal, dass du es gut hinkriegst? Und dann ist die nächste Frage nicht, bist du da deine Mutter noch dran, sondern die nächste Frage ist, und was ist da anders gelaufen, dass es diesmal anders ging und können wir das wieder herstellen? Sodass aus einer vorhandenen Lösungskompetenz eigentlich ein generalisiertes Muster oder ein auf andere Kontexte transferiertes Muster werden kann. Dafür brauche ich auch keine Biografie. Und das ist zum Beispiel im Organisationsbereich und in vielen Bereichen, die mehr Bewältigungsstrategie orientiert sind, auch die viel wichtigere Frage. Aber das sieht ein ganz anderes Set von Fragen und Einstellungen, wonach zu gucken ist, hervor. Oder eben auch die lösungsorientierte, dass ich nicht frage, was ist alles schiefgelaufen, sondern wann wäre eine Lösung erreicht? Und wenn ich dann noch im Beziehungskontext gucke, für wen wäre wann eine Lösung erreicht? Wäre die Lösung für die einen auch eine Lösung für die anderen? Und dann stehen ganz andere Art von Fragestellungen. Das heißt, ja, für die einen wäre es eine Lösung, und jetzt haben sie aber schon dreimal gehabt, aber dann passiert was in der Organisation, dass das Lösung doch nicht mehr klappt. Dann haben sie gesagt, dann ist es offenbar, dass das für die Lösung der einen ist, da brauchen wir nicht nur noch besser suchen. Es gibt irgendwelche Mechanismen, die die Lösung der einen nicht zur Lösung der anderen machen. Welche Perspektive brauchen wir denn, um zu gucken, wann wäre es denn eine Lösung für die anderen? Und dann entstehen völlig andere Vorgänge. Trianguläres Fragen, das kennt ihr alle noch, ne? Die Ecke rumgefragt. Also woran würden Sie merken, dass Ihr Mann das Gefühl hat, dass er sexuell vernachlässigt ist? Oder angenommen, Sie würden heute mal beschließen, dass Sie sich jetzt mehr um Ihre berufliche Entwicklung kümmern wollen. Was glauben Sie, wie würde Ihr Mann das empfinden? Also, dass wir die Leute nicht direkt gefragt haben, wie ging es eben, sondern dass wir das Systemische einfach in uns sagen, alle Phänomene sind Beziehungsphänomene. Zeitweilig war es sogar verboten, nach innen zu gucken. Wie fühle ich mich, wie ist die Innensteuerung, sondern was immer. Einer allein kann nicht verrückt oder gesund sein. Es braucht immer andere dazu. Deswegen stelle ich dieses Phänomen immer in den Beziehungszusammenhang mit relevanten anderen und dann steht eben ganz andere Fragestellung. Und damit haben wir zum Teil enorme Erfolge gehabt, ich weiß heute noch nicht warum. Wir haben ja viele Jahre, haben wir Psychosefamilien therapiert und mit paradoxen Interventionen. Erstaunlicherweise bei Anorexiefamilien hat es damals wunderbar funktioniert. Vielleicht, weil wir daran geglaubt haben, ich weiß nicht. Heute glaube ich nicht mehr, weil wir das auch gar nicht mehr funktionieren. Also eine Art kollektiver Placebo-Effekt. Aber das war toll. Was haben wir für tolle Interventionen uns ausgedacht? Und tolle Erklärung gehabt, warum die wirken.
Wirklichkeitskonstruktionen habe ich schon gesagt und ich habe jetzt in den Beispielen auch einiges gesagt. Wir müssen immer gucken, was ist ein relevanter Kontext für diese Art von Beschreibung. Ja. Also wenn ich die heulende Sekretärin habe, wir arbeiten dann, kommt später noch mit der Theatermetapher, würde ich sagen, okay, das ist jetzt ein Spotlight auf der Bühne. Wer ist denn sonst noch auf der Bühne? Wer war vorher auf der Bühne? Wer ist nachher auf der Bühne? Was wird dort eigentlich gespielt auf dieser Bühne? Dass ich das verstehen kann, was das bedeutet. Wir haben damals mit der Metapher gearbeitet. Ein Marsmensch kommt auf die Erde und will ein Fußballspiel verstehen, indem er sich einen Fußballspieler raussucht und den 90 Minuten lang beobachtet. Das macht die Psychotherapie, die einzige Psychotherapie. War polemisch, ne? Aber wir haben uns darin natürlich auch gefallen, weil wir auch ein bisschen die Kritiken hatten unter dieser Dogmatik der alten Orientierung. Also, die Kontexte sind jetzt ganz wichtig geworden. In welcher Zeit ist das eine, in welchem Kräftefeld? Es ist zum Beispiel jetzt, da springe ich jetzt ganz weit raus aus dieser Beziehungspsychologie, dem ich sage, was ein gutes Marketingverhalten für einen Berater in den 90er Jahren war, kann heute völlig unzureichend sein. Damals hatten wir Nachfragemärkte. Also die war der Bedarf größer als das Angebot und jeder, der einigermaßen plausibel was zu verkaufen hat, das wurde gern genommen, weil es sonst nicht viel gab. Heute haben wir einen angebotsüberschwemmten Markt. Und zwar von einer Qualität, die wir damals nicht hatten. Das heißt, es entstehen ganz andere Konstellationen, was kompetentes Verhalten ist und was angemessene Reaktionen auf Erfolg und Misserfolg sind. Das kann ich nicht durch die Psychologie einzelner Biografien verstehen. Und dann kommen die Inhalte dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nicht später kommt. Ich glaube, die Graham Barnes kommt dann später. Hat er da mal ganz böse geschimpft. So, das ist systemisch 2017. Wahrscheinlich vollständig. Und auch das wird sich weiterentwickeln. Und das sind alles Gesichtspunkte, unter denen wir überlegen können, und haben wir Konzepte, Vorgehensweisen, wie wir durch Kommunikation Wirklichkeit gestalten können, die diese, zu diesen Perspektiven des Systemischen etwas beitragen. Oder können wir aus diesen Perspektiven vorhandene Konzepte nutzen oder können sie weiterentwickeln, weil sie tolle Grundideen beinhalten. Also ein Beispiel für Weiterentwicklung, weil ich das habe ich später nicht mehr, das weiß ich, sind die Bezugsrahmenkonzepte. Ihr kennt wahrscheinlich alle von Shift, Discount und Redefinition. Das sind ja beides Beschreibungen für eine Auseinandersetzung über Wirklichkeitskonstruktionen, wobei man davon ausgeht, dass der Therapeut weiß, was wirklich ist und der Patient nicht. Wann immer du das verwendest in Bereichen, in denen keiner weiß, was genau wirklich ist, und einfach beobachten möchtest, wie kommt in der inneren Wertigkeit, wie auch in der äußeren Gültigkeit Wirklichkeit zustande, dann brauchst du da komplementäre Paare dazu. Also eine Definitionstransaktion, nicht nur eine Redefinitionstransaktion. Das heißt, durch die Art und Weise, wie jemand was tut, definiert er, dies ist eine Psychotherapiebedarfssituation. Jetzt kann jemand anders redefinieren und sagen, das ist keine Psychotherapiebedarfssituation, auch wenn an dem Beispiel sich eine Belastung zeigt, zeigt sich die doch nur in einem bestimmten Führungsstil. Es ist aus meiner Sicht eine Führungskultur-Fragestellung, mit der wir es hier zu tun haben. Und wenn die Führungskultur hier stimmt, wird nicht nur die Belastung wieder verschwinden. Wir wissen ja heute, sagen die Hirnforscher zumindest, dass die ganzen Belastungen der Vergangenheit ja nie verschwinden, die werden ja nur überdeckt durch bessere Wirklichkeiten. Und wenn der gute Führungserfahrung macht, dann wird es halt wieder überdeckt. Wenn er lang genug gute Führungserfahrung macht, wird sogar diese Decke so stabil, dass die alten schlechten Erfahrungen dieser Art gar nicht mehr in Vordergrund kommen, brauchen nie therapiert werden. Die verschwinden einfach im Hintergrund, werden Opfer der besseren Wirklichkeit. Keiner brav zu bleiben.
Ja, also viele professionelle Fragestellungen aus systemischer Sicht, die, wie ich nachher zeigen werde, man ganz viel mit TA-Konzepten und vor allem auch mit TA-Kulturkomponenten, mit TA-Weiterbildungskultur, mit Haltungen ganz toll verbinden kann. Es ist nur wichtig, dass es nicht jeder auf eigene Faust tut, sondern dass wir auch die Programmatik, was ist TA, dass wir dann auch sagen, und das soll dann auch im Schaufenster stehen als, das ist heute TA. Und wenn man die Website der Digitalis liest, muss ich sagen, hat man große Schritte in der Richtung gemacht. Jetzt habe ich überlegt, ob ich das vielleicht als ersten Morgen Nachmittag mache, aber es war ein bisschen dann von der Struktur ein bisschen zu kompliziert. Ich habe früher schon immer wieder überlegt, ja, Transaktionsanalyse, wo geht das eigentlich hin? Für mich war es immer auch die Frage, wie lange definiere ich mich noch als zugehörig? Weil ich hatte so das Gefühl, in dieser traditionellen TA, aus der wachse ich unweigerlich heraus. Ich kann da nicht mehr identifiziert sein, wenn sich das nicht wirklich bewegt. Und habe, ich weiß nicht, in der Zeitschrift für Transaktionsanalyse, ich vermute mal, dass ich einer derer bin, die die meisten Aufsätze über die Jahre geschrieben haben. Die letzten Jahre habe ich es dann gelassen, aber habe viele Jahre sehr viel geschrieben, um immer wieder zu sagen, aufbrechen, aufbrechen. Ja, einiges habe ich dazu schon gesagt. Schulen, es ist einfach wichtig, dass wir ein neues Verständnis von Schulen entwickeln. Das hat jetzt, da kommen jetzt verschiedene Sachen zusammen, eine Berufsfelddifferenzierung und die Verbände. Die Frage ist, ob eine DGTA, das ja eigentlich nur ein Verband ist, der sich nach einem alten Schulenverständnis herausgebildet hat, ob aus dem entsprechende Verbandsstrukturen für ganz verschiedene Felder wirklich werden können. Also ob die Kliniker zum Beispiel wirklich mit den Organisationsfachleuten zusammenbleiben sollten. Wenn man Sektionen bilden kann, die eigene, weil es ja demokratische Einrichtungen sind, die eigene Parlamente entwickeln und eigene Gütekriterien, die sie auch, bei denen die anderen nicht mitzureden haben, wechselseitig, dann kann man das vielleicht machen. Aber da entsteht dann auch ein anderes Schulverständnis. Also das, was eigentlich definiert, ist Transaktionsanalyse als Container, das ist ein Set von Scheinwerfern von der Seite und ein Berufsfeld. Also ein Set von Scheinwerfer von der anderen Seite und deren Kombination könnte dann zum Beispiel eine Sektion Organisation, Professions- und Organisationscoaching in der Regel so sein. Also da muss man über viele Dinge nachdenken und das muss halt konzeptionell entsprechend entwickelt werden, dann müssen aber auch Satzungsänderungen vorgenommen werden und die Selbstverständnisse der Funktionäre müssen verändern. Weil es war nicht nur in der DGTA so, es war auch in der systemischen Gesellschaft zum Beispiel so, die haben mit Ach und Krach haben die noch eine Sektion Coaching hingekriegt, neben den Klinikern und Pädagogen. Und eine Sektion Organisationsentwicklung haben sie nicht hingekriegt, weil da wollten alle Mitglied werden, wegen der fetten Honorare in dem Bereich. Und jeder hat gesagt, hat auch schon mal was in der Organisation gemacht und bin Systemiker, also warum soll ich das nicht können? Und da hätte demokratisch die absolute Mehrheit derer, die nachher da nicht in der Sektion sein dürfen, beschließen müssen, dass es eine solche Sektion gibt, die selber ihre Gütestandards errichtet und die von den anderen verlangt, dass sie die erfüllen, weil sie sonst doch nicht Mitglied werden können. Und das ist leider in der Demokratie so, dass zumindest die Dinge da nicht funktionieren, wenn die Mehrheit tun haben, dass ihre Interessen dann nicht genügend gewahrt sind. Ist die Frage, ob Verbände heute, wie sehr Verbände heute eigentlich überhaupt noch das Mittel der Wahl sind. Ich weiß nicht, im Theaterreich hat man ja mittlerweile aufgegeben, dass man irgendeine Art offizielle, also in der Schweiz gibt es das ja, oder? Da gibt es eine staatliche Anerkennung des Beruf, eines Berufs, TA, da gibt es das so? Nein. Auch nicht. Also, das ist ja, einerseits waren die viele traurig, dass sie, man verliert ja jetzt sehr viele Kliniker, dadurch, dass sie im Rahmen der TA einfach die notwendigen Legitimationspunkte nicht erwerben können. Das ist dann irgendwie schade und man hat sich dann immer irgendwie gewünscht, dass man staatliche Anerkennung kriegt. Aber
ob das gut gewesen wäre, bin da sehr unsicher. Und diese Diskussion gibt es im Coaching auch, ob es eine Gesetzesinitiative geben soll, ob das Coach, Organisationscoach zum Beispiel ein anerkannter Beruf werden soll. Ich fürchte, dass das Ganze zu einer Bürokratisierung führt. Und ich habe es dann eher mit Netzwerken. Dass einfach welche, die gemeinsam ein Thema haben und voneinander lernen können und Austausch pflegen können, dass sie sich zusammentreffen mit möglichst wenig formalen Strukturen. Aber dann kann man halt auch nichts werden darin. Also kann es nicht TSGE werden. Es ist halt Netzwerke da. Wenn dir das reicht, ist es gut. Und die Internationalität, die ist ja, das war ja einer der großen Glückspunkte der TA. Ist es vielleicht heute noch? Also wenn man die ITEE als Verband anguckt, da gibt es viel Internationalität. Was ich fürchte ist, es ist mehr ein Nebeneinander. Also ich war ja auf einigen der internationalen Konferenzen, ich habe erstes Gefühl, es ist eher eine Art internationales Familientreffen. Also da weiß ich nicht, was die Zukunft ist, muss ich jetzt auch gar nicht sagen. So, aber das sind so die Fragen, die ich denen stellen würde, die sich mit der Weiterentwicklung einer beruflichen und einer Verbandsweiterentwicklung unter dem Stichwort Transaktionsanalyse dafür interessieren und da bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Es ist leider ein dickes Brett. Mir hat es gut gefallen, das habe ich mal bei einer Präsentation beim Günter Mohr gesehen und habe das, ich zitiere das, sag gar nichts dazu. Ich habe mal, auch glaube ich, im Ausschuss 1986 eine Metapher verwendet, eine, die ich live erlebt habe in Russland, habe viele Jahre in Russland gearbeitet. Da hat eine Fabrik Maschinenteile gekauft von einer anderen Fabrik regelmäßig in großem Umfang. Und diese Maschinenteile, die wurden, weil diese Fabrik in einem Eichenwaldgebiet lag, wurden in riesigen, schweren Eichenholzkisten geliefert. Und eines Tages kamen diese Maschinenteile in irgendwelchen Plastikverpackungen, auf jeden Fall ohne das schöne Eichenholz, woraufhin die weitere Bestellungen storniert haben. Und mit dieser Metapher wollte ich beschreiben, dass ich das Gefühl habe, dass wir bestellen immer wieder, wir haben Transaktionsanalysekonzepte klassischer Art bestellt und haben die in Form einer guten Lernkultur, einer guten Professionskultur, einer guten Kultur des Miteinanders geliefert gekriegt. Aber wenn man gefragt hat, was ist TA, haben wir auf Inhaltskonzepte verwiesen. Und wir haben nicht auf diese Kultur, über die diese Sachen transportiert werden, in den Vordergrund gehoben. Und deswegen habe ich mich immer bemüht, das eigentlich als das Wesentliche an der TA in den Vordergrund zu heben. Und dann sind die Konzepte frei zur Entwicklung. Da kann die jeder weiterentwickeln und anpassen, wie er sie braucht. Und dann entsteht vielleicht auch ein lebhafter Austausch darüber. Ich glaube, das war der anstrengendste Teil. Ich fange immer mit den Metaperspektiven an. In den Büchern mache ich dann manchmal so, dass ich was von den mehr praktischen Dingen vorziehe. Und ich schreibe zwar los mit den Metaperspektiven, tue ich dann aber hinten als Anhang. Diesmal habe ich es euch aber als Einführung zugemutet, um euch einen historischen Rahmen in die ganze Sache zu geben. Ich bin mit dem ersten Teil damit durch. Ich darf auch gerne mal so hören, wie viel euch das ist. Also
ich habe soeben festgestellt bei mir, dass ich die TH häufig inhaltlich versuche zu erklären. Ja. Und das ist für mich jetzt ganz wichtig, weil ich ja die Kultur so schätze. Ja. Und weniger diese Beschreibung, also auch diese Beschreibung der Konzepte ist für mich weniger wesentlich als diese Kultur, die ich so schätze. Mhm. Das hilft mir gerade jetzt so, dort das zu denken und zu bearbeiten. Mhm. Aber ein bisschen ist ja das im Widerspruch zum Zeitgeist, weil die Kultur lässt sich ja nicht in einem Zertifikat abbilden. Und wenn ich so die Tendenz anschaue, geht es ja häufig dann bei Coaching-Ausbildung um Zertifikate, um Wissen und Prüfungen. Und die TA-Kultur, denke ich, die dermaßen wichtig ist, hat da keinen Platz mehr. Also das stimmt schon eine Herausforderung für die Zukunft. Ja. Also wir geben ja auch Zertifikate am Institut und wir haben da den Kompromiss so gemacht. Also der heißt dann systemischer Berater in Organisation. Und unsere Bildungstradition ist ja, wir definieren ein Eingangsniveau, ein Ausgangsniveau und jemand muss beweisen, dass er das kann. Und die Differenz muss durch die Ausbildung abgedeckt werden. Und wir akzeptieren ja Menschen aller Eingangsniveaus. Und die sollen lernen, so viel sie können und kommen natürlich auch bei unterschiedlichen Ausgangsniveaus raus. Und wir sagen immer, bei uns steht deswegen unten im Zertifikat, das Zertifikat belegt, dass jemand 2 Jahre qualifiziert in diesem Bereich gelernt hat. Es belegt nicht, dass ein bestimmtes Kompetenzniveau erreicht ist. Das bricht aber mit den akademischen Traditionen bei uns. Dadurch, dass wir auf dem freien Markt sind, haben wir damit keine Probleme. Wenn jemand das zum Beispiel mit einer universitären Abschlüssen kombinieren wollte, wäre ein Problem. Und deswegen verliert es an Wertigkeit, denke ich. Ja. Also zumindest in der Schweiz. Ja, aber es sollte auch kein Grund sein, auszuschöpfen, was möglich ist. Ich glaube, da ist noch Luft. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass es an Wertigkeit verliert. Ich denke, da ist die Perspektive wieder wichtig. Ist die Perspektive, was ziehe ich aus einer Ausbildung raus? Oder ist die Perspektive, für wie viel Geld kann ich das nachher weiterverkaufen? Wenn es mehr um mich selber geht, dann brauche ich das Stück Papier nicht, was da rauskommt. Ja, dem stehe ich ja absolut zu. Da gibt es andere Strömungen, die eben mir das Papier in Vordergrund stellen oder den Tisch in Vordergrund stellen. Aber man kriegt natürlich Probleme mit den sehr langen Ausbildungen. Die macht jemand nur, wenn er hofft, danach ein Papier zu kriegen, das ihm ein Privileg verschafft. Und wenn das erst diese Perspektive im Vordergrund stehen würde, dann macht jemand die nur so lange, wenn man das Gefühl hat, dass er relevant weiterlernt. Und wenn nicht, hört er halt auf damit. Was ich persönlich bevorzuge. Weil life is too short. Es geht auch um die ethischen Prinzipien. Man kann auch nur durch die Kultur die ethischen Prinzipien wirklich aufrechterhalten. Das Blatt Papier sagt nicht, ob die Person, also beziehungsweise das wäre für mich das Minimum, dass ich sicherstelle, dass derjenige, der ein Zertifikat bekommt, auch die ethischen Prinzipien des Verbandes so gut verstanden hat, dass er sie entsprechend leben und umsetzen kann. Das ist für mich mehr. Manchmal hat er sie verstanden und kann sie trotzdem nicht umsetzen. Ja. Aber ich trotzdem stimme ich zu. Also es wäre wichtig, irgendwelche Minimalerwartungen. So war es übrigens auch früher. Also die wichtigste Frage in der Level 1 Prüfung der kalifornischen, genannt internationalen TA, war erstens, ist das jemanden, kann man den auf Leute loslassen? Und würde ich ihm die Mehrzahl meiner nicht zu schwer gestörten Klienten überweisen? Und das war also wirklich eine Minimumdefinition. Und wenn ich das und Level 1 hieß a beginning transactional analyst, kein Fertigprofi. Und da ist ja mit deutschem Perfektionismus sind ja da langsam die 7 Jahre Ausbildung rausgekommen. Was natürlich
Kulturgewohnheiten erzeugt, die gar schwer wieder wegzukriegen sind. Denn jemand, der das durchlaufen hat, der hat natürlich eine Sozialisation, dass er nicht glaubt, dass man in 2 Jahren das alles lernen kann. Und so wie uns auch gesagt wurde, ja, wenn ihr nach 2 Jahren Zertifikate vergebt, wie könnt ihr glauben, dass ihr in 2 Jahren was vermitteln könnt, wofür also 5 und 7 Jahre brauchen. Aber auch das sind Gewohnheiten, dass man glaubt, wie lange eine Ausbildung sein muss, dass jemand wirklich qualifiziert arbeiten kann. Aber ich finde es menschlich extrem anders, oder? Weil ich jetzt auch diese Perspektiven alleine schon sehr. So wie ich sie, wie ich dich verstanden habe, war das ja natürlich auch, warum waren die Sekretärin und daraufhin da diese Perspektiven. Aber ich habe mich dann gefragt, wie viel eigenen Bezugsraum habe ich, vielleicht habe ich selber mal, was ich missbrauche zum Beispiel, und definiere es so, das muss gar nicht mehr mit der Sekretärin zu tun haben, oder? Das fand ich noch sehr, sehr spannend, aber ich glaube, das war die 80er noch, oder? Soweit ich es verstanden habe, oder sonst musstest du nicht. Das war die 86er, genau. Beispiel, in der 86er Ausgabe. Aber jetzt mit dem System, mit dem neuen, so, das, da kann ich mehr mit anfangen. Mhm. Sind dir diese grundsätzlichen Überlegungen interessant genug für euch? Da habe ich am meisten meine Sorge. Dass es Und ich finde, es regt sehr zum Denken an. Mhm. In Zukunft ist der Thea. Ich frage mich ja, sind wir eben auf dem richtigen Weg, wenn wir jetzt versuchen, seit Jahren anzustreben, diese Anerkennung zu erhalten auf verschiedenen Levels, verschiedenen Niveaus? Oder geht es eher darum, so verstehe ich es jetzt ein Stück weit, wie zurückzugehen zu den alten Wurzeln und zu sagen, es geht darum, sich kompetent zu machen über eine gewisse Zeit und mit diesen Kompetenzen sich dann im Alltag professionell zu zeigen. Und das ist das, was wir in der PA bieten können und ein Stück weit erreichen wollen. Und das reicht. Ja, das ist sehr viel. Ja. Ich muss ja ökologisch denken. Ich stopfe ja auch den Kopf eines Ausbildungskandidaten mit Selbstverständnissen voll, wie er nachher erst wieder loswerden muss. Man muss ja über diese Entsorgung auch nachdenken. Der Meister bricht die Form oder die Meisterin, also braucht es eigentlich eine Kultur, dass jemand, dass er Dinge gelernt hat, damit er sich daran formt, das ist schon wichtig. Zum Beispiel Kontrakte, es ist gut, dass man gelernt hat, einen guten Kontrakt zu machen. Aber wenn man das kann, ich mache nie einen Kontrakt, wie ich das früher gemacht habe. Also wenn mir der Klient alle Fragen für einen ordentlichen Kontrakt beantworten kann, dann braucht er keine Beratung. Deswegen fange ich damit an zu sagen, erzähl mal, was beschäftigt dich wirklich im Leben im Moment? Und dann höre ich dazu, welche Art von Wirklichkeiten redet er? Auf welche Felder bezieht sich das? Was für Bilder entstehen in mir dazu? Und dann sage ich, ich würde zum Beispiel mal Not angehen, interessiert dich das? Also ich biete aktiv einen Kontakt und welcher Klient würde nicht Perspektiven, auf die er nicht selber gekommen wäre? Dazu sucht man da einen erfahrenen Berater und Beraterin auf. Aber der Kontraktgedanke ist trotzdem wichtig, dass ich nämlich wach bin, ständig zu beobachten, sind wir noch beieinander, realisieren wir das in der Kommunikation miteinander, sind wir in guter Abstimmung und keiner in vernünftiger Zeit auch wo Vernünftiges hinführen. Und können wir auch was dafür tun, dass wir uns hinterher keine Illusionen machen, dass es eine ganz tolle Beratung war, obwohl wir irgendwas gemacht haben. Und all diese Grundgedanken, die in dem Kontrakt drinstehen, die sollten jedem ganz wichtig sein. Aber er muss nicht Kontrakt mit 1 bis 10 erarbeiten können. Eine Frage habe ich noch aufgrund deiner Schilderung der Ausbildung bei euch. Also wie wertvoll wird dann diese Ausbildung erlebt von den Kunden bei euch in Bezug auf weitere Laufbahn, auf die Entwicklung neben dem Persönlichen?
Also wie wertvoll ist das dann, wenn ich sagen kann, ich habe bei euch diese 2 Jahre Auseinandersetzung gehabt, wie muss ich mir das vorstellen? Da kommen wir nachher noch drauf. Persönlichkeit, so wie du persönlich aussprichst, klingt es nach was anderem, als wenn man nicht persönlich aussprechen würde. Weil die Leute kommen ja zu uns von vornherein nicht, um privat persönlich sich zu entwickeln, sondern die kommen, um in ihrer Weise, in ihrer Profession oder in ihren Organisationsformen besser funktionieren zu können, und die werden auch entsendet von den Unternehmen, genau zu diesem Zweck. Also wir fangen gar nicht erst mit diesem Verständnis an, erstmal das Individuum, und dann gucken wir, ob es was mitmachen kann, sondern von vornherein sind bei uns die Lernsituationen konstruiert als eine Insellösung, als Beispielsituation, wie sie genauso gut in der Organisation stattfinden können. Und wir rüsten die Leute neben dem, dass sie persönlich für sich wieder zu lernen, damit aus, dass sie als Lernhelfer in ihrer Organisation damit was tun können, und produzieren Didaktik und Material, dass sie auch ausgerüstet sind, dass sie das nicht selbst entwickeln müssen. Das ist bei uns auf der Website in unserer Toolbox. Also, es ist, also wir haben ein ganz anderes, also so wie du das gesagt hast, steckt da noch das alte Persönlichkeitsentwicklungsmodell drin. Und wir machen heute auch zum Beispiel Selbsterfahrung, zum Teil rollenspezifische Selbsterfahrung. Der kommt nicht als Privatperson, sondern der kommt als Leiter einer Abteilung in einem bestimmten Unternehmen und will sich darin erfahren, was er tun kann. Das hat manchmal Bezüge auch zu anderen Lebensbereichen. Und das wird angenommen. Und es ist bei uns übrigens so, dass die Organisationsleute die klassische Selbsterfahrung immer weniger nachfragen. Also das wird, glaube ich, der Markt wird ziemlich leiden, weil das wollen die gar nicht, dass so viele in ihrer privaten Biografie rumgemacht wird, wenn es nicht einen sehr spezifischen, plausiblen Zusammenhang zu Erfüllung im Beruf geht und Erfüllung von Funktionen. Und da entsprechend entwickeln wir eine ganz andere Didaktik jetzt. Und die wird sehr gut nachgefragt. Gut, jetzt muss ich mal gucken. 12.55 Uhr. Ich würde dann mit dem wenn ihr noch Nerv habt, würde ich jetzt noch eine halbe Stunde Persönlichkeitsbereich anfangen, würde dann zum Einstieg nach der Pause eine geleitete Fantasie machen, dass ihr dann auch mal eine Abwechslung fürs Gemüt habt. Können wir das so machen? Könnt ihr mit dem Versprechen jetzt noch ein bisschen was ertragen, mit der Persönlichkeit? Also das ist der, jetzt wechseln wir in die Persönlichkeitsperspektive. Ich habe eine ganze Reihe von Konzepten entwickelt oder auch welche übernommen aus der jungen Psychologie, die werden unseren Begriff Wirklichkeitsstil am Schluss kurz sichtbar machen. Ich habe auch Konzepte entwickelt, zum Beispiel zur Identitätsarbeit, Passamtsarbeit und so. Das ist alles veröffentlicht. Ich werde das nicht lehren können. Also aus jedem Einzelnen könnte man einen halben Tag Lehre machen. Und ich werde nur sagen, was es ist und wo ihr das findet. Denn es gibt zu fast allem gibt es Audio- und Videobeispiele bei uns auch auf der Website. Also auch da fange ich jetzt eher mal ein bisschen mit dem Grundsatz an, und die praktischen Arbeitsfiguren, die wir lehren am Institut, die kommen nachher eher in dem zweiten Teil von der Persönlichkeitsperspektive. So, das ist die Übersicht, die habt ihr da. Und ich fange jetzt nochmal ganz allgemein an, die Grundidee, wer bin ich und wenn ja, wie viele, kennen ja viele als von dem Buchtitel von Richard David Brecht, also dass man innerhalb einer erlebten Persönlichkeit plötzlich Bereiche kennenlernt, die wie ein gewisses Eigenleben führen und die sich ganz gut unterscheiden lassen von anderen. Egal, wie man es jetzt theoretisch begründet, einfach phänomenologisch, das erlebt man. Dieselbe Person ist plötzlich ganz anders. Und das kann irgendwie passieren, oder das kann durch erkennbare Auslöser im Kontext passieren.
Und wenn jemand erlebt, dass er mal so und so und mal so ist, kann man merken, der versucht irgendwie mit den verschiedenen Seiten, die er auch an sich selbst erlebt, umzugehen. Das ist eine Grunderfahrung, das hat nicht erst die Transaktion von Neues erfunden. Bei Jung ist das Ding komplexer, eine Ansammlung von Bildern und Vorstellungen, welche sich um ein oft unbewusstes Zentrum gruppieren. Und dann hat man auch gemerkt, und trotzdem hat das was miteinander zu tun, das ist nicht völlig separate Dinge, deswegen sind die miteinander verbunden und sie erleben Handeln, es beeinflussen Handeln und Erleben. Ich gehe da jetzt auf die Komplexsache nicht weiter ein, aber das war ja, gehört ja zu dem Anfang von der jüngsten Entwicklung, der hat ja dann über Assoziationsexperimente, wollte er sprachliche Äußerungen spontan hören. Worum dreht sich es bei demjenigen? Also wenn jemand einfach ganz viele Wörter irgendwo aus der Luft nimmt, dann ist das bei jedem Menschen ein anderes Puzzle nachher. Und durchaus kann man erkennen, dass das seine Eigenart hat. Also diese Assoziationsexperimente, wenn man das mal so als eine semantische Wolke umschreibt, erzählt ein bisschen was darüber, wie die Seelenlandschaft dieses Menschen im Moment aussieht, über diese Wortassoziation. Also, ja, so ging Jung an die Sache. Dann gab es, was ich auch lange Zeit nicht wusste, ich habe auch erst bei Byrne angefangen, gab es einen John und eine Helen Watkins. Deswegen habe ich deren Definition jetzt genommen. Das war ein amerikanischer Psychiater. Und der hat auch bei Paul Federn gelernt. Eric Byrne war ja auch bei Paul Federn, die hat natürlich dringend interessiert, haben sie sich je kennengelernt. Und rechts ist John Watkins, der ist mittlerweile gestorben, aber da war er noch ziemlich lebendig, das ist 2 oder 3 Jahre her. Und links neben ihm ist Jochen Peichel, das ist ja ein Psychiater, ein Spezialist für posttraumatische Belastungsstörungen. Und da gibt es eine ganze Szene der Ego-State-Arbeit, die sich aus Amerika über die Welt verbreitet, neben der TA, die wissen fast nichts von der TA. Und wir hatten jetzt im vorletzten Jahr 2 große Ego-State-Kongresse in Deutschland, in einem Abstand von 1,5 Jahr, die jeweils so 2000 Teilnehmer haben. Und es ist ein Jammer, ne? Also außer mir, weil ich halt den Veranstalter gut kenne, und über mich in unserem Moor waren da keine Theater eingeladen. Und die fangen jetzt dort an, eine Diskussion zu führen über den Unterschied von Struktur und Funktion, die wir schon vor 30 Jahren fertig hatten. Und ich habe da versucht, irgendeinen Austausch hinzukriegen. Und es ist traurig, dass die TA sich so wenig hat in der Welt verankern können. Das hat was, soll was mit Eric Byrnes Persönlichkeit zu tun gehabt haben, der andere eben auch verprellt hat und sich über sie gestellt hat. Ziemlich nasty gewesen wäre, dass er offenbar kein Netzwerk gefunden hat. Und jetzt wird auch an den Hochschulen über Schematherapie, werden viele TA-Konzepte transportiert, weit schlechter als wir sie in TA kennen, wird oft gar nicht mehr zitiert, Antreiber und alles Mögliche. Also es ist ein Trauerspiel, dass eigentlich die TAler auf diesem neu sich entfallenden Ego-State mal nicht die Rolle spielen, die sie zu Recht spielen sollten. Ich weiß nicht, ob das noch reparierbar ist. Also, ein Ego-State kann definiert werden als ein organisiertes Verhalten und Erfahrungssystem, dessen Elemente durch ein gemeinsames Prinzip zusammengehalten werden. Also, die Ähnlichkeit zu der jüngsten Definition ist sehr groß und die Definition von, und auch da die Sache mit der Grenze, zu solchen Beschreibungen kommt jeder, der sich damit befasst, weil das irgendwie in der Natur dessen liegt, was man da beschreibt. Ich wollte euch nochmal aufmerksam machen, was ich in dem Intuitionsbuch, glaube Psychologie der Intuition, das ist bei Jungmann so ein Denken, mal erschienen, da habe ich auch ein paar Aufsätze drin geschrieben, dass Eric Byrne ganz am Anfang ja durchaus angefangen hat, diese
Ich-Zustandsbereiche zu trennen, also das ist das links oben, da hat er noch, das noch gar nicht mit seinem psychoanalytischen Drei-Instanzen-Modell in Kontakt gebracht, sondern der hat einen Rechtsanwalt beraten, zwischendurch kam der irgendwie ein Kind vor und hatte das Gefühl, wenn er mit dem spricht, vermischt sich das ineinander. Das war das erste Trübungskonzept, war eigentlich eins von einer kindlichen Privatrolle zu einer gesellschaftsorientierten Professionsrolle. Und auch damals war das schon so, dass er gesagt hat, das ist für den Mann nicht gut, wenn der zwischen meinem Kind spielt. Dem muss man helfen, dass er noch Rechtsanwalt ist, muss er Rechtsanwalt spielen. Und der Rest, Kind kann er spielen, wann er will, auf jeden Fall nicht mehr Rechtsanwalt spielen. Und das waren die ersten Ideen zu einer Enttrübung, da war auch noch kein Drei-Stufen-Modell, es waren einfach nur zwei. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das zustande gekommen ist, aber wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass er irgendwann mal mit diesem Drei-Instanzen-Modell der Psychoanalyse das irgendwie kombiniert hat, sodass dann dieses Dreier-Modell raus geworden ist und die entsprechenden Trübungen und Enttrübungen. Das muss ich jetzt hier in dem Zusammenhang gar nicht mehr sagen, was ein Trüben ist. Also, gehe ich jetzt davon aus. Byrne hat übrigens, anders als diese Verkürzung in Eltern, Erwachsenen und Kind, die wir später hatten, am Anfang das System genannt. Es gibt ein exteropsychisches System, ein archäopsychisches System und ein neopsychisches System. Hat das jeweils als einen Container betrachtet. Und ich habe dieses Ordnungsschema damals, damit veröffentlicht, 86, also das exteropsychische System sind eben alle Wirklichkeitsdynamiken, die ich übernommen habe von außen. Das müssen nicht die Eltern gewesen sein. Und das archäopsychische System sind alle selbstentwickelten. Und das neopsychische System sind alle aktuellen, den gegenwärtigen Wirklichkeiten gemäßen. Und das ist natürlich was Dynamisches, weil die gegenwärtigen Wirklichkeiten sich ja bewegen und in unterschiedlichen Kontexten die gegenwärtigen Wirklichkeiten anders sind als in anderen Kontexten. Und das wurde jetzt übrigens auch auf der Website übernommen, diese Beschreibung. Und das ist für eine strukturelle Betrachtung, finde ich, das ein prima Modell. Ich sage nachher noch was über den Unterschied zu strukturellen und funktionalen Betrachtungen für verschiedene berufliche Anliegen. Was man damals, wie ich finde, schwierig gemacht hat, ist, man hat aus diesem vereinfachten Ich-Zustandsmodell dann ein Funktionsmodell gemacht und hat gesagt, also wenn ich beobachte eine bestimmte Erlebens-, Verhaltens-, Beziehungsdynamik, dann muss das ein Ich-Zustand in Aktion sein. Und ich verstehe die Qualität dieses Ich-Zustands in Aktion nur, wenn ich weiß, welcher Ich-Zustand beteiligt ist. Und damit hat man eine Gewohnheit etabliert, dass wenn ich ein Verhalten oder Erleben beobachte, dass ich meine, ich brauche diagnostisch die Einordnung, wo ist es entstanden. Das brauche ich aber in den meisten Fällen überhaupt gar nicht. Das ist völlig egal, wo das entstanden ist. Da fangen die Gewohnheitsdenkketten an, weil ich brauche das, um die Störung, die sich in der Funktion ausdrückt, in der Biografie identifizieren zu können. Und deswegen ist man eigentlich bei jeder Beschreibung, ist was funktional und welche Effekte hat es eigentlich und welche Beziehung entstehen da, musste man, wenn man das diagnostizieren wollte, eigentlich immer über den strukturellen über die strukturelle Schiene und über die biografische Perspektive machen. Nur dann war es eine richtige Diagnose, selbst wenn das völlig überflüssig war. In diesen neuen Ego-State-Verbänden gibt es übrigens das gleiche Problem. Das sage ich nur kurz, dass ich in der Reihenfolge meiner Charts nicht durcheinander komme. Dort gibt es neben dem Jochen Peichel, der Traumatherapeut ist und der deswegen tatsächlich Biografien braucht. Dann gibt es daneben aber auch ein Voldemar,
hat man. Ja? Und der, wenn man hört, wie der erzählt und wie der arbeitet mit beliebigen Funktionen. Da kommt eine Wunderfigur und eine Elternfigur und jemand aus dem Berufsleben, der mischt Funktionen zusammen, wie sie halt im Moment eine sinnvolle Erzählung bieten, nennen die auch Ego-States. Und die beiden haben eigentlich nichts miteinander zu tun und haben auch in ihren unterschiedlichen beruflichen Funktionen nichts miteinander zu tun. Und ich habe deswegen immer gesagt, wir müssen die Funktionsbetrachtung von der Strukturbetrachtung loskoppeln. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen jetzt ein offenes Leitermodell, was Funktionen oder Ausdrucksqualitäten, wie ich es genannt habe, und die kann jeder so beschreiben, wie er für den Arbeitsauftrag, den er gerade hat, braucht und macht die Einteilung und die Unterschiede, so wie er sie didaktisch braucht. Das muss überhaupt nichts mit dem Struktur- oder einem Dreiermodell zu tun haben. Und dann muss ich überlegen, ja, mit welchen Qualitäten habe ich damit eigentlich zu tun? Und trifft da eine Qualität auf eine komplementäre Qualität? Oder kommt da, wenn die Qualität angeboten wird, eine gegenläufige Qualität? Und was passiert dann? Und das muss ich überhaupt nicht mit Biografie in Verbindung bringen. Man kann sagen, wenn ich glaube, dass es wichtig wäre, dass das komplementär zueinander kommt, weil die Qualität eine gute ist und die soll gefördert werden und die andere Qualität an der Stelle nicht passt, muss man überlegen, was man mit der macht, dann kann ich ganz viel über Funktionszusammenhänge in der Erzeugung von Kommunikation nachdenken und was da zusammenkommt und was auseinanderläuft. Später kriegen wir den großen Bereich, es geht um Erzeugung von Gemeinschaftswirklichkeit. Also alles, was gemeinschaftliche, emotionale Qualität, Klima, Verständnis und diese Dinge betrifft, das kann ich alles dann Funktionen nennen. Das muss ich mit gar nichts anderem verbinden. Wenn mich die Frage interessiert, kommt es zusammen und bestärkt sich gegenseitig oder läuft es gegenläufig und dadurch kommt eine Gemeinschaftsleistung nicht zustande oder es entsteht gar ein destruktiver Prozess, der die vorhandene Energie oder Wohlwollen oder was immer da ist, kaputt macht. Und dann kann ich ganz frei überlegen, wie kann ich unter dem Gesichtspunkt, welche Unterscheidungen sind mir da wichtig und wann behaupte ich, es kommt zusammen und wann läuft es gegenläufig, um über diese Dimension von komplementärer und nicht komplementärer Transaktion nachzudenken. Und dann war es nicht weit davon zu sagen, ich kann auch das Ego-State-Modell erweitern und habe daraus ein Rollenmodell der Persönlichkeit gemacht. Also die Rolle wird jetzt die operationale Einheit der Person, kohärentes System, da haben wir jetzt die Komponenten vom Ego-States und hinzugefügt zwei weitere, entsprechend diesem systemischen Perspektivenschema, nämlich Wirklichkeitsvorstellungen, die damit verbunden sind und Beziehungen, die, aus denen das ableitbar ist oder die dadurch gestaltet werden. Das heißt, ich habe von vornherein aus dem Ego-State, der reines Innenschau-Prinzip war, das erweitert um ein Außenschau-Prinzip. Nämlich, dass ich damit in einer Wirklichkeit draußen was beitrage und mit anderen dabei zusammenspiele, weil es fast keine Wirklichkeit gibt, die nicht gemeinsam gespielt wird. Und über die Rolle als kleinste Einheit entsteht immer die Beziehung zur Welt. Also, welche Rolle spiele ich auf den Bühnen meines Lebens mit wem? Und dann entstehen sofort eine ganze Reihe von ganz anderen Fragen. Wie sehen die komplementären Rollen aus? Was für eine Bühne ist das eigentlich? Wer übernimmt die Einstudierung von Inszenierungen? Wo kommt eigentlich der Plot für diese Inszenierung her? Und ganz viele Dinge, mit denen wir uns nachher unter dem Begriff Theatermetapher befassen. Und dann habe ich aus didaktischen Gründen, das ist keine weltanschauliche Frage, habe ich einfach gesagt, für mich ist ein Mensch, die Menge der Rollen,
auf den Bühnen seiner Welten. Und einen anderen Menschen gibt es nicht. Also nicht nach dem Motto, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme noch nie dazu. Das ist aber jetzt kein Glaubensbekenntnis, sondern das ist wirklich didaktisch. Ich beschreibe, ein Mensch ist eigentlich, was immer er tut, wenn ich dem beschreibe, dass er eine Rolle spielt in einer Wirklichkeitsinszenierung, dann entstehen einfach andere Fragen. Und auch die Frage, wie bin ich denn einzigartig als Mensch? Das drückt sich darin aus, dass ich in meiner eigenen unverwechselbaren Weise meine Rollen spiele. Aber, und da kombiniert sich das mit dem soziologischen Rollenverständnis, eine Rolle ist auch ein Teil einer Inszenierung, die nicht nur etwas mit der eigenen Seele zu tun hat, sondern in der Welt spielt. Also es ist von vornherein der Weltbezug mit drin. Und damit habe ich das Problem versucht zu umgehen, dass man immer sagt, erst kümmere ich mich um mich und dann muss ich auch eine Rolle spielen und dann gibt es zwischen der Rolle, die ich spielen muss, und mir eine Differenz und mit der kann ich mich dann befassen. Und ich sage, nein, ich spiele meine Rolle in der mir zugeeigneten Weise und wenn das jetzt gut funktioniert, kann ich mich fragen, was ist daran eigentlich gut und welche anderen spielen die mit, dass es gut ist. Und auf welcher Bühne ist es gut und auf welchen funktioniert es nicht? In welchen Stücken funktioniert und funktioniert es nicht? Das heißt, ich habe von vornherein gar kein Persönlichkeitsverständnis, das nur ein Innenschauverständnis ist, sondern es ist immer eine soziale Persönlichkeit. Und zwar schon in der Konstruktion. Und ich finde, dass damit eigentlich den Anspruch, den Byrne an den Ego State und an den Umgang mit Menschen gerichtet hat, ganz gut erfüllt. Er sagt, real people in real life situations. Das sind seine Kunden, nicht Konstrukte, die jemand von sich hat, Erzählungen, die er sich ausdenkt, wer er glaubt zu sein. Davon hat niemand was und keiner weiß mehr genau. Also wenn heute jemand was sein möchte in einer besonderen Weise, kann er das am Ende nur, wenn er mit anderen Menschen so interagiert, dass die das komplementär aufnehmen und zusammen eine Wirklichkeit entsteht, in der derjenige das auch sein kann, sonst kann das einfach nicht sein. Es ist eh wahr. Warum sollten wir nicht Psychologie gleich so konzipieren? Ich hätte noch eine Frage. Ja? Ich kann mir vorstellen, nur schon die Anzahl Rollen oder die verschiedenen Rollen zu identifizieren, kann sehr trickreich sein. Es kann ja die eine große Bühne des Lebens geben, aber viele kleine Rollen, die ich spiele. Wie gehst du damit mit dem Gespräch um? Also, wann ist eine Rolle eine Rolle und wann ist es Nebensache? Ich habe kein Schema, also ich habe sozusagen kein Rollenkataster. Ja. Weil das ist eine Vereinbarungssache. Also ob es eine große oder eine kleine Rolle ist und so. Ich habe lediglich gesagt, es ist dann eine Rolle und da sind wir eben ähnlich wie bei den Ego-States. Es ist ein relativ kohärentes System von Einstellung, Gefühlen, Verhaltensweisen plus Wirklichkeit, Vorstellung plus Beziehungen. Und die kann groß oder klein sein. Ja. Oh. Wann für mich eine Rolle, wann ich das, was ich da erlebe und steuere, als Rolle bezeichnen kann, ist eine Frage des Auftrags. Und wenn jemand einen strategischen Auftrag hat, einen Weltkonzern zu leiten, fallen natürlich die Zuschnitte von Rollen ganz anders aus, als wenn jemand Türsteher in einem Nachtclub ist. Das kann man inhaltlich gar nicht definieren. Das Einzige, was ich definiere, ist, denk doch mal, wenn du verstehen willst, wie derjenige sich organisiert und in der Welt ist, denk doch mal in Begriffen von Rolle darüber nach. Aber die muss dann definiert werden, vor Ort. Ja. Okay. Was ich gehört habe, ist, also was ich jetzt vermisse, ja. Ich kann es akzeptieren, aber in der Begrifflichkeit vermisse ich es, der Mensch mit seinen Rollen. Und was ich gehört habe jetzt von dir ist, dass das dazwischen steht. Das ist eigentlich der Diskussionspunkt im Gespräch. Was löst nein. Nicht? Genau davon habe ich mich verabschiedet. Der Mensch mit seinen Rollen, der Mensch in seinen Rollen. Er ist nur in den Rollen Mensch. Es gibt keinen anderen. Ich habe eine Frage, was ist in Gemeinden Wirklichkeitsvorstellung? Was man erreichen kann, mit wo man steht, mit den Kompetenzen und mit den
Das kann ganz gut vorstellen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt im Unternehmen, wenn ich Controller bin, verstehe meine Rolle als Controller, dann kann ich Einstellungen gewinnen, Verhaltensweisen. Die können natürlich was damit zu tun haben, mit meinen Wirklichkeitsvorstellungen, ob ich andere Leute kontrollieren darf. Weil ein anderes Verständnis von Controller ist jemand, der die Information bereitstellt, dass der andere weiß, was er tut, aber nicht, dass jemand anderem ihm sagt, was er tun darf und was er nicht tun darf. Das sind zwei verschiedene Wirklichkeitsvorstellungen, die mit dem Zuschnitt einer Rolle verbunden sind. Und wenn der eine Rollenträger die eigene Wirklichkeitsvorstellung hat, nämlich ich darf dich kontrollieren, und der, für den er das Controlling macht, und vielleicht die bisherige Unternehmenskultur war die, ein Controller muss mir alle Zahlen aufbereiten, dass ich informiert bin über mein Budget, über meine Spielräume und so weiter, der hat mir aber nichts zu sagen, was ich darf und was ich nicht darf, dann entsteht natürlich ein Konflikt und der kann persönlich sehr unangenehm werden. Der hat aber in dem Fall vielleicht überhaupt gar nicht mit zwei unverträglichen privaten Persönlichkeitsdynamiken zu tun, sondern mit zwei unterschiedlichen Wirklichkeitsvorstellungen von einem bestimmten Rollenzusammenspiel. Und deswegen ist wichtig, dass ich kennenlernen will, was steckt da eigentlich für eine Wirklichkeitsvorstellung drin, was diese Rolle bedeutet. Und daraus ist dann das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit geworden. Das ist auch ganz praktisch daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, also private Belange und berufliche Belange unterscheiden wir eh alle. Aber ich habe dann gemerkt, und das hat etwas immer mit der Perspektive des Tätigen zu tun, dass ich in der Supervision es einen Unterschied mache, ob ich eine und dieselbe Steuerungsproblematik, zum Beispiel, wie gehe ich mit einem Team um, unter dem Gesichtspunkt, welche berufliche Entwicklung ist eigentlich gut für mich. Soll ich wirklich Teamleiter oder Organisationsbereiter werden? Dass das ganz andere Fragestellungen hervorbringt, ich ganz andere Rollenbündel zusammenfügen muss, um zu gucken, ob das für denjenigen passen könnte, als wenn ich dieselbe Person anlässlich eines aktuellen Führungsproblems in einer bestimmten Organisation supervisiere. In der Organisation können einfach bestimmte Regeln zurzeit herrschen. Und damit kommt der nicht zurecht. Und da entsteht, wie wir das in unserer Sprache dann sagen, eher die Passungsproblematik zwischen dem persönlichen Rollenverständnis und dem Organisationskulturverständnis. Und das kann sein, das passt überhaupt nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass Führungsfigur zu sein nicht eine gute berufliche Entwicklung ist. Er müsste aber dann nicht daran zweifeln, ob das der richtige Beruf für ihn ist, sondern er muss dann eigentlich in eine Organisation wählen, in der sein Verständnis von Führung zu dem passt, was das Kulturverständnis der Organisation ist, oder zumindest die Spielräume da sind. Und deswegen habe ich einfach das rein didaktisch einfach mal unterschieden. Es ist einfach interessant zu gucken, wie stehe ich zu meiner beruflichen Entwicklung, wie stehe ich zu meiner aktuellen Auseinandersetzung in den Organisationen, in denen ich Rollen habe, und was sind die Bühnen meiner Privatwelten und wie spielt das untereinander zusammen. Und ich habe immer gesagt, eigentlich sind wir Spezialisten für ein Verständnis des Zusammenspiels. Denn wenn jemand in der Ehekrise ist, ist das wichtig zu wissen, ob jemand einen Beruf gewählt hat, sagen wir Manager, und ist da auch eine berufliche Laufbahn, vielleicht mit biografischem Hintergrund, die für ihn gar nicht passt. Und deswegen klappt das natürlich auch in der Organisation, in der er im Moment diese Organisationsrolle ausübt, nicht besonders gut. Dann arbeitet er viel zu viel, versucht das, was er spürt, was nicht funktioniert, wettzumachen, ist nicht zu Hause, seine Frau ist unzufrieden, es gibt auch einen Ehekrach. Das kann ich dir natürlich zum Paartherapeuten schicken. Aber vielleicht braucht er eine Professionsentwicklungsberatung. Aber man kann es natürlich genauso umgekehrt denken. Kann auch sein, dass, weil in der Ehe das zurzeit so schwierig ist, ist er so unleidlich am Arbeitsplatz und weil er deswegen sich in den Führungsbeziehungen die Leute verkrellt, kann sein, dass er an seinem eigentlichen Berufslaufbahn, von dem er immer gedacht hat, passt zu ihm, nämlich Führungskraft werden zu wollen, nicht länger festhalten will und geht jetzt in eine Coaching-Ausbildung und will damit das Problem lösen. Er müsste aber vielleicht in den Paartherapie.
Das weiß man aber nicht. Man kann also von allen Ecken her das Pferd aufzäumen. Und wir werden gebraucht, eine vernünftige Hypothese, wie es zusammenhängt und von welcher Seite her man anfängt, das Pferd aufzuzäumen, zu entwickeln und zu gucken, wenn ich es von daher aufzäume, was kann ich damit erreichen? Und meistens ist es experimentell. Kann sein, dass wir 30% der vorhandenen Spannung dadurch ganz gut erledigen können, aber es bleibt noch was anderes. Und das andere kann nicht mit mehr von demselben gelöst werden, sondern können auch andere Zusammenspiele erfolgen, die ich nochmal ganz neu konzipieren muss. Und dafür braucht man wirklich Fachleute, die ein Urteilsvermögen haben. Und es gibt keine Fachleute, es gibt bisher keine Berufsstände, die diesen Zusammenhang bedienen können. Es gibt welche, die machen gute Therapie, es gibt gute Organisationsberater, es gibt Professionstrainer und Coaches, aber Leute, die in allen Bereichen so qualifiziert ausgebildet werden, dass sie nicht alle Funktionen wahrnehmen können, aber sinnvolle Zusammenhangshypothesen und Approaches entwickeln können, das ist eine echte neue Herausforderung. Und das ist ein Berufsfeld, das heute die Coaches besetzen. Deswegen habe ich auch Vorträge gemacht und Präsentation. Coaching als Perspektive. Coach als Fachfrau für Zusammenhänge der Lebensbereiche und der Funktionsbereiche und als Fachfrau, was man zusammenkriegen kann und was nicht zusammenkriegen und aus welchen Gründen. Weil das, wenn jemand da Entscheidungen trifft, die er nicht zusammenkriegt, dass seine Persönlichkeit zerfällt, ist einfach klar. Aber da muss ich nicht frühkindliche Strukturtherapie machen. Da muss ich dem helfen, im einen Fall dafür zu sorgen, dass er ein Leben lebt, das auch lebbar ist mit seinen Ressourcen. Im anderen Fall muss ich vielleicht frühkindliche Strukturtherapie machen, das weiß keiner so genau. Und deswegen müssen wir offen sein, wissen, was die anderen Berufsstände wollen und können und was am relativ plausibelsten ist, weil wir immer mit knappen Ressourcen arbeiten müssen. Wir können immer nur 5% höchstens von dem bedienen, was wir denken, was wir jetzt eigentlich wissen müssten, um verantwortlich handeln zu können. Das ist. Aber das, genau das müssen wir lernen, das zu können. Ja, und deswegen habe ich da gesagt, Persönlichkeit ist die Persönlichkeit in ihren Rollen auf den Bühnen ihrer Professionswelten, auf den Bühnen ihrer Organisationswelten und auf den Privatbühnen. Günter Mohr hat dann nochmal gesagt, er würde gerne die Privatwelt in Privatwelt und gesellschaftliche Privatwelt unterscheiden. Wenn das ein Fokus ist, bei dem das wichtig ist, diesen Unterschied zu machen, finde ich das prima. Vielleicht kann man an der Stelle sogar Professionswelt und Organisationswelt eng differenzieren, da macht man wieder einen Punkt raus und macht aus gesellschaftlichen Bühnen und privat-familiäre Bühnen zwei verschiedene Bühnenbereiche und hat dann ein neues Dreieck. Also es ist ganz wichtig, dass wir das nicht als Beschreibung einer Tatsache, sondern als ein didaktisches Instrument, komplexe Sachverhältnisse irgendwie so sinnvoll zu ordnen, dass ich über Zusammenhänge nachdenken kann, begreife. Und dann kann ich mit den Rollen daraus, so wie man das auch gemacht hat, also ein Ego-State-Persönlichkeitsmodell, auch ein Kommunikationsmodell machen. Nur muss ich jetzt an der Stelle gar nicht mehr, es gibt nicht mehr das, sagen wir mal, das Rollenmodell ist nicht mehr automatisch mit Struktur und Biografie verbunden. Deswegen muss ich jetzt, habe ich das theoretische Problem nicht von Strukturmodellen, Funktionsmodellen. Bleibt das Problem natürlich, dass ein gemeinsames Verständnis entwickelt werden muss, ja, um was für Rollen, die sich da begegnen, handelt es sich ein. Also Begegnung ist dann Rollenbegegnung. Die Begegnung von Menschen an sich gibt es in dem Modell nicht. Organisationswelt ist eher das Sozialwelt. Nein. Das hat nichts mit. Das kann eine Wirtschaftsorganisation sein, das kann ein Verband sein, das kann eine Sozialeinrichtung sein. Also wenn du, sagen wir mal, Schatzmeister bist, dann ist das eine Organisationsrolle. Die gibt es auch ohne dich. Weil jeder diese Einrichtung braucht einen Schatzmeister, weil alle Organisationen mit Verwaltung von Geld umgehen müssen. Und
wenn du als Schatzmeisterin mit jemandem sprichst, der zum Beispiel Beratungen, endlos Beratungen macht, dann, und das kann man jetzt, das können wir dann nachher machen, wenn man, Moment, vielleicht kann ich das, muss ich mal gerade gucken, wo ich das habe. Nee, das finde ich jetzt so schnell nicht. Nein, das ist wichtig. Und Rollenkommunikation ist, du gehst dann, du, angenommen, du wärst die Schatzmeisterin, du gehst zu dem und sagst, du, wir haben so viele Leute aus der Warteliste und du machst endlos Beratungen. Und ich muss das verantworten gegenüber dem Geldgeber zum Beispiel. Wenn der dann mit dir anfangen will rumzustreiten, ob das State of the Art von Psychotherapie ist, dass er das macht oder nicht, dann kommt er, das ist eine gekreuzte Transaktion, weil er kommt nicht, er antwortet dir nicht aus der Rolle eines Ressourcenverbrauchers in der Organisation, sondern aus der Rolle eines Fachmanns, der mit einem aus einem anderen Fach völlig beliebig sich über Standards der Berufsausübung unterhalten will. Und da ist wichtig, so wie bei der Ego-State-Arbeit, dass du denjenigen erst in die Rolle holst, in der du dich mit ihm unterhalten willst. Und so wie du bei der TA gelernt hast, ein Ego-State zu adressieren, musst du da lernen, jemand in der richtigen Rolle zu adressieren, dass er in sich die Organisationsprinzipien dieser Rolle aktiviert, indem er sagt, schau, jeder von uns Mitarbeitern hat, wir haben ein Gesamtbudget von so und so vielen Stunden, hat die und die Stunden und jeder von uns ist angehalten, damit sehr sparsam umzugehen. Und unabhängig davon, dass man in jedem Fall natürlich mehr Versorgung leisten könnte, würde ich mich gerne mit dir darüber unterhalten, ob im Rahmen der Gepflogenheiten mit Stundenbudget in unserer Organisation umzugehen und ein Gleichgewicht und einen Ausgleich zu finden, du dich auf eine Weise steuerst, die wir anderen akzeptieren können. Ja? Und dann wird er nicht als Psychotherapeut gefragt, sondern als Ressourcenverantwortlicher. Und wenn es dir gelingt, kriegst du ihn dann komplementär. Und dann sagt er, ja, das stimmt, ich akzeptiere, dass ich nur 100 Stunden habe. Oder er akzeptiert es nicht, er sagt, ja, das ist doch eure Schuld, dass ihr mir nicht dafür sorgt, dass ich mehr kriege. Dann hat man eine ganz andere Art, dann merkt man, da haben wir später noch ein Schema dazu, dass es keine Gemeinschaftswirklichkeit gibt. Und dann brauchst du dich auch mit dem gar nicht streiten darüber, ob er nun das ein oder andere Limit einhalten muss, weil seine Wirklichkeitsverständnisse von seiner Rolle, seiner Verantwortlichkeit und dem Zusammenspiel mit anderen in der Organisation von deinem und vielleicht von der ganzen Restorganisation abweicht. Und dann hat man eine ganz andere Art von Fragestellung. Und damit Kommunikation leistet, Wirklichkeit, die Gemeinschaftswirklichkeit sein könnte, auch in allen in der Steuerung zu verankern, braucht es rollengemäßes Ansprechen und derjenige muss ein Verständnis davon haben, dass er ein anderer ist, wenn er als Budgetverantwortlicher entscheidet, als wenn er als Mitmensch, der gerne Menschen möglichst viel Therapie schenken möchte. Er muss in sich selbst Rollenbereiche unterscheiden können. Und das muss wiederum Teil der Qualifikation sein kann, dass die Menschen ein Rollenbewusstsein und ein Verständnis der Rollen und Rollenkompetenz und Unterscheidungs- und Zusammenspielrollenkompetenz entwickeln. Also es entstehen dann ganz andere Verständnisse, was eigentlich Persönlichkeitsentwicklung ist. Was hat es auf sich, dass diese Hierarchie jetzt, also Hierarchie, diese... Das ist rein zufällig, könntest du auch andersrum machen. Das hat ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass wenn jemand seine Professionsrolle braucht, um die Organisationsrolle zu leben, dass es dann ein Problem gibt. Geben kann, weil das Fachliche dann das Organisatorische... Ja klar, kann ein Problem geben. Aber das hat nichts, das könnte ich auch haben. Nein, das ist rein didaktisch, ist keine Hierarchie. Also es kann jemand sagen, dass er sagen zu seinem Chef, du bist doch auch Psychologe, ich bin Psychologe, oder du bist doch auch Organisator. Ich würde gerne mal von dir von Fachmann zu Fachmann reden, was wäre eigentlich eine gute Entwicklung für diese Einrichtung. Ich würde im Moment nicht darüber reden, kriege ich mehr Stellen, gestehst du mir mehr Macht zu und so weiter, sondern ich möchte wirklich von Fachfrau zu Fachfrau reden und dann kann da ein sehr gutes Gespräch entstehen. Und es kann sein, und jetzt müssen wir in die Organisationsrollen wechseln. Ich habe die und die Kontextbedingungen und Limitationen aus denen und ich habe den und den Stil, dir gegenüber damit umzugehen.
wie geht es dir damit? Und dann musst du auch in die Organisationsrolle wählen und kannst nicht jammern, damit, dass damit deine Berufsverständnisse verraten werden. Also es entstehen ganz andere Art von Verantwortungsverständnissen. Ja, und irgendwas scheint in der internationalen TA-Gesellschaft gewesen zu sein, dass dieses Rollenkonzept zur richtigen Zeit kam. Also ich meine, das Rollenkonzept ist von 91, den Preis habe ich dann 2007 gekriegt. Aber ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört, der mich sehr getröstet hat. Derjenige, der entdeckt hat, als ein englischer Arzt ihm klar wurde, dass das Blut ein Kreislauf ist, wurde er von den Dekanen der medizinischen Fakultäten von Deutschland zum Beispiel völlig verlacht. Die gingen davon aus, dass das Blut ständig in der Leber neu produziert wird und einmal rumläuft und dann wieder abgebaut wird. Blutkreislauf kannten die einfach nicht. Und der wurde dann schlicht verlacht und es dauert einige Jahrzehnte, bis dann irgendwann einem dann eingeleuchtet hat, es ist, obwohl es, und man denkt ja, es müsste eigentlich jedem gleich einleuchten. Das ist so eine naheliegende Idee. Man kann oft einfach nicht verstehen, was nicht verstanden wird. Aber ich musste mir kein Ohr abschneiden, bin ich in der Psychiatrie gelandet, sondern habe schon nach 16 Jahren einen Preis gekriegt. Das heißt, dass meine Idee wahrscheinlich nicht ganz so bahnbrechend war, aber es ist mir so lieber. So, jetzt würde ich, und damit machen wir dann für heute Vormittag Schluss, ich würde euch noch mal kurz aufzeigen, die unterschiedlichen Funktionsweisen, je nach Fokus und beruflicher Funktion in der Arbeit mit dem Strukturmodell und in der Arbeit mit dem Rollenmodell. Also ich habe jetzt auch sehr schemenhaft mir ein Beispiel da ausgedacht. Jemand verbrachte seine Kindheit in einem Gasthausbetrieb und heute vermischen sich frühere Rollen und Erfahrungen in seine gegenwärtige Unternehmensrollen ein. Also zum Beispiel, das haben wir ja oft in der Beratung, jemand in dem Gasthausbetrieb, das war ein Familienbetrieb. Und da hat man klaglos, haben alle zusammengearbeitet, bis halt die Arbeit getan wurde. Und es gab einen Patriarch, der sagte, wie groß die Arbeit war. Und alle anderen mussten halt so lange, bis die Arbeit erledigt war. Und wenn man noch gebraucht wurde, konnte man halt das Haus nicht verlassen und heiraten. Übersichtliche Verhältnisse. Und derjenige hat aber jetzt in der heutigen Zeit einen modernen Gastronomiebetrieb, sagen wir mal, mit 3 Gaststätten. Und er merkt immer wieder, dass er heute eigentlich diesem Vorbild folgen will, Exteropsyche, den Patriarchen zu spielen und zu sagen, das ist das, was gemacht werden muss. Und ich erwarte nicht, dass man mit mir darüber diskutiert, ob wir überhaupt genügend Ressourcen haben, um das zu leisten, ob die Organisationsstruktur funktional ist, ob die Rollenverteilung funktional ist und so weiter, sondern ich erwarte, dass die Leute sich engagieren und wenn es nicht funktioniert, sind die Leute unmotiviert, obstruktiv oder sonst irgendwas. Und das mischt sich zusammen und dann gerade ich in Kommunikationszirkel, die offenbar nicht funktionieren. Und da kann ich, wenn ich jetzt mit dem Strukturmodell arbeite, ist es mehr ein aufklärerischer, im Sinne von historisch aufklärerischer Aspekt, ist es für denjenigen einfach nochmal ganz interessant zu sagen, wie war das eigentlich? Wie war das Wirklichkeitssystem, aus dem ich stamme? Also das, was vorher in unserem Burn-Schema der Rechtsanwalt war, das Kind war, wie war es in meiner Kindheit? Was habe ich da auch als Kind, wie habe ich das erlebt, was ich da alles in mir gespeichert habe? Und heute bin ich Leiter eines mittelständischen Kleinkonzernes. Und was habe ich da eigentlich in mir aufgesogen an Selbstverständlichkeiten, die ich nie in Frage gestellt habe, die ich heute anderen gegenüber auslebe und die anderen auch durchspüren als Haltungen und als Erwartungen und Intoleranzen, dass ich nicht respektiere, wenn sie begrenzte Arbeitszeiten haben wollen, angemessenes Geld haben wollen,
sich rechtzeitig auf andere Stellen bewerben können wollen, wenn sie das wollen und, und. Und die strukturelle Arbeit besteht in dem Fall daraus, dass derjenige sozusagen die Quellen seiner Kontamination, also das alles, was ihm als Erbe in ihm noch gewohnheitsmäßig unbewusst wirkt, überhaupt mal identifiziert. Vielleicht, um es loslassen zu können, vielleicht um, nehmen wir an, da sind emotionale, eigene emotionale Erfahrungen mit verbunden, die nicht verarbeitet sind, um sich derer klar zu werden und zu sagen, okay, der Patriarch, als der gestorben ist, ist es auch sehr einsam um ihn gewesen und das hat mir dann auch immer leid getan, dass der auf diese Weise eigentlich nicht die Liebe für sein Engagement, für das Überleben der Sippschaft gekriegt hat, die ihm eigentlich auch zugestanden wäre, aber ich habe das gespürt als Kind, dass es darauf hinläuft und ich war so hilflos und konnte nichts tun. Und was immer man sich da Geschichten ausdenken kann, was da biografisch los war, um festzustellen, was sind sozusagen die Hintergrundstories, die durch mich hindurch dünsten, während ich heute versuche, meine Rollen zu konstellieren und die Struktur meines Unternehmens zu machen. Das wäre, wenn ich strukturell arbeite. Ich kann, also, Moment, das war hier, ja. Also woher kommt was? Was passt wohin? Passt das eigentlich noch in die heutige Zeit? Wer war wann wie am Ruder? Da habe ich eine schwierige Erfahrung in mir. Ich merke, das sehe ich innerlich eigentlich rot. Ich gestehe mir das nicht zu, aber es ist so. Also wie kann ich so eine schwierige Erfahrung entkräften? Und was war eigentlich auch gut in der Familie? Also wo waren da Ressourcen, Kräfte und so? Und wie müssen die neu konfiguriert werden, damit sie heute segensreich eingesetzt werden können? Und damit wechseln wir praktisch bereits in einen Umgang mit dem Rollenmodell. Da fange ich nämlich andersrum aus. In der heutigen Zeit, welche Rollen und Kompetenzen und Kontextverständnisse werden eigentlich heute gebraucht? In welchen Betrieben habe ich gelernt? Wie sind die gebaut gewesen? War das so funktional, wie ich mir das eigentlich vorstelle, oder war das so nicht funktional? Was habe ich versucht zu übertragen? Was ist gelungen? Was habe ich nicht versucht zu übertragen und weiß eigentlich nicht recht warum? Warum eigentlich nicht? Mit wem spreche ich eigentlich, um zu fragen, ob es das nicht doch braucht? Wer sind die anderen in meinem Unternehmen, mit denen ich über welche Fragen eigentlich sprechen sollte? Habe ich solche in dem Unternehmen? Wenn ich sie in dem Unternehmen nicht habe, in welchen anderen Unternehmen könnte ich da Sparringspartner finden? Wie könnte ich das organisieren, mich mit denen auszutauschen? Und, und. Also es entstehen eine ganz andere Art von Fragestellung. Und wenn ich dann meine Vorstellung einigermaßen sortiert habe, was tue ich, damit die anderen, die in dem System sind, sich daran ankoppeln können, dass die verstehen, wie ich mich verstehe, wie ich das Unternehmen verstehe, wie ich meine Rollen verstehe, wie ich deren Rollen verstehe und deren Einbindung im Unternehmen und wie können wir jetzt darüber Dialog halten, ob wir da eigentlich ein gemeinsames, zusammenpassendes Verständnis herstellen können. Das ist Thema Ankopplung, kommen wir noch öfter dazu, ja? Wie kommt Verantwortung und Ernsthaftigkeit in eine Rolle, dass sie gelebt und nicht gespielt wird? Das ist eine, da habe ich gerade einen Aufsatz drüber geschrieben, über ein paar Mythen der klassischen Gruppendynamik. Also klassische Bildungsmythen bei uns sind, man lernt von innen nach außen und über Authentizität. Und an beide glaube ich nicht. Man kann genauso gut von außen nach innen lernen, indem ich erst das äußere System verstehe, also zum Beispiel Klavier üben. Ich lerne alle Töne richtig zu spielen. Und wenn ich die Struktur der Musik in meinem Körper habe, dann kann ich versuchen, den Geist der Musik zu erfassen und meinen eigenen Geist hineinzubringen. Lernen von außen nach innen. Und das ist genauso bei Authentizität. Es ist in Ordnung, unbeholfen, was noch nicht zu können. Wenn ich den anderen sage, Leute, das und das ist meine Vorstellung von meiner Rolle und wie wir zusammen spielen und wie ich an euch ankopple und ich kann es noch nicht so gut, aber ich will es lernen und ich bin bereit, es mit euch zusammen zu lernen, dann ist es authentisch auf einer anderen Ebene und das Direkte muss nicht authentisch sein. Das ist so ein humanistischer Glaubenssatz, eine unserer Wirklichkeitsvorstellungen,
wir alle sind natürlich, wir haben ein Sensorium dafür, ob das irgendwie stimmig ist oder nicht. Aber es ist mir lieber, es ist jemand noch nicht authentisch kompetent als authentisch inkompetent. Kriegt ihr ein Gefühl dafür, was man mit dieser Erweiterung auf das Rollenmodell, welche anderen Dimensionen und ganz andere Fokusbildungen und Arbeitsarten da damit verbunden sein können? Gut. Damit machen wir nachher weiter nach der Fantasie. Passt auch als Bild irgendwie ganz gut dazu. So, bitte? Ja, ich danke euch erstmal. Jetzt sehe ich euch sehr dabei. Ich weiß, dass ich euch strapaziere, aber im Moment habe ich die Hoffnung, dass ihr es ertragt.